Wie erreichen wir die Streams? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir sie erreichen. Und ich fühle vom Ende her, dass wir am Ende den Grammy haben. Wie wir den gekriegt haben, kann ich dir nicht sagen. Ich habe nicht den Plan in der Tasche, wie wir den kriegen. Aber ich fühle jeden Tag, dass ich ihn habe. Und ich handle mit Sick so, als ob wir ihn schon da stehen hätten. Ja, ja. Das ist wie Sex mit dem ganzen Universum. Ständig. Eine Frage, die ich noch habe, so, was geht eigentlich bei euch und Sierra Kid? Geht da was? Kann man da irgendwas zu sagen? Oder? Der hat natürlich auch einen harten Weg hinter sich, so ganze Szene. Also, guck mal, der ist reingekommen mit 15 oder 16. Ein Kind, wirklich ein Kind. Ja, ja. Wirklich ein Kind. Ja. Und was der alles aushalten musste, Alter, ist hart. So, das schlimmste Konzept ist, kein Konzept haben zu wollen. Als Konzept, weißt du schon? Ja, ja. Es gibt diese Rapper. Ja. Okay. Herzlich willkommen bei Hip-Hop Day, dem weltschönsten Online-Video-Format und Musikprogramm, von dem die Welt jemals gehört hat. Wir haben heute zwei Teile der Großcrew Genetik zu Gast, die ihr Album Yala draußen haben. Yes. Meiner Meinung nach, ich glaube, ich werde es für die Hip-Hop Day Awards nominieren. Das wäre das erste Mal. Toxic, wow. Das wollten wir noch recherchieren, hast du das gemacht? Ein kleiner Seitenhieb an der Stelle. Nee, ich habe schon vor einem anderen Stelle. Also machen wir die ersten Vorwürfe. Diverse Hip-Hop Magazine vergeben ja immer so Awards. Genau. Du warst 2015 nominiert, ich weiß danach. Nein, niemals, Alter. Ich schwöre. Für bester Produzent. Produzent ist ja. Und hat nicht gewonnen? Nee, nicht gewonnen. Guck, Fail, Alter. Aber nominiert. Aber bei Produzent des Jahres ist es auch oft so, ich glaube, die letzten Jahre hat einmal Shindy gewonnen, zweimal Raff gewonnen. Ja, wer auch du weißt, das ist, wenn die gleichzeitig das Vorteil im Publikum ist. Okay. Ja. Weil einfach natürlich. Ach so, ist nur Publikum. Nein, beides. 50 Jury und Publikum. Ja. Aber da müssen wir uns dann als Jury durchsetzen gegen Leute, die natürlich übertriebenste Raff, Shindy oder sonst was sind. Aber auf die Beats kommen wir auch noch. Die werden heute auch noch gelobt. Und okay, gut. Ich habe noch nicht meine Nominierung abgegeben, aber ich glaube, ich glaube auch, du solltest nominieren. Ja, auf jeden Fall. Mindestens Sick, so ist mir egal. Um mich geht's gar nicht. Also ist so, du kannst an dem Album nicht vorbei, wenn es um Produktion geht, Mann. Ja. Ich habe auch noch mal auf dem Hinweg heute DNA 2 gehört. Das ist ja auch ein sehr nices Album. Aber Yala ist schon noch mal eine Schippe obendrauf. Fünf, würdest du sagen? Würde schon diverse Schippen da drauf packen, ehrlich gesagt, ja, im Verhältnis. Okay, lass uns gleich nochmal zu der Abfeierei kommen. Ihr habt ja hier diesen Plan gemacht, ihr habt ja schon dieses Video, was? Livestream, Video, FaceTime. FaceTime-Interview gemacht. Ja. Und euch dann drauf geeinigt, nochmal vorbeizukommen, weil ihr gerade auf Tour seid. Yes. Genau. Und ihr spielt in Düsseldorf heute? Ich bin in Köln heute. Guck mal, so weite Weg machen wir für euch. Danke. Und ist cool. Ist auf jeden Fall die schönste Tour bis jetzt eigentlich. Weil wir haben schon auch größere Locations gespielt teilweise. Aber diesmal ist so viel Turn-up wie noch nie. Also liegt so an den Fans auf jeden Fall, aber auch an uns einfach, weil wir noch mehr Energy geben auf der Bühne und so. Und es auf jeden Fall macht am meisten Spaß so. Ja, ich weiß nicht, wie so viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie eure anderen Locations sind, aber mindestens die heute Nacht ist, also ich finde die schönste Location in Köln, weil es so ein altes Theater, Gloria Theater, und es ist einfach so ein, nochmal ein ganz anderer Vibe da drin zu spielen, als in einer Halle oder was weiß ich, in so, die meisten Hallen sind so industriell gemacht so, und das Ding ist halt echt nice und das hat so ein Gefälle im Publikum, dass die Leute hinten quasi immer noch easy auf die, also super geile Location, so meine Lieblingslocation in Köln auf jeden Fall. Okay, nice. Ja. Na, danach wird sowieso nur noch Asche sein, weil wir abbrennen, aber auf jeden Fall cool. Ja. Und schön, dass es das mal gab. Ja, ihr fahrt mit zwei Bussen, weil im zweiten die Fans sitzen, die euch begleiten über die ganze Tour. Ihr habt ja nicht irgendeine Aktion? Ja, wir hatten für die Boxen, wir haben ein paar Leute mitgeholt auf Tour, aber nicht die ganze Tour. Der zweite Tourbus ist für Thiavo, die mit sind mit uns. Und genau, wir wollten, dass die von Anfang an so, erstens kommen die mit kompletter Band und so und große Montur, dann passen wir nicht alle in einen Bus mit Techniker und so, dann wird es irgendwann sehr eng und nur Männer auf einem Haufen, so zwei Wochen ist dann auch echt anstrengend. So. Und deswegen haben wir die einfach in einen eigenen Bus gepackt. Aber wir hatten am Anfang Fans dabei, ja. Und das war geil, lief gut. Das war nice, war cool, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Die hatten die ersten zwei Termine, beim nächsten Mal machen wir irgendwie die anderen nach hinten raus, so, weil die auch den ganzen, also erste Show proben und so und den ganzen Stress mitgekriegt haben. So. Aber war nice, glaube ich, die hatten viel Spaß auf jeden Fall. Auch ohne Maske und sowas, ne? Ja, auf jeden Fall. Alter, das ist natürlich... Kannst du nicht die ganze Zeit da rumrennen. Krasse Experience auf jeden Fall für die Leute, die da waren, ne?
Also mehr als jetzt noch bei einem normalen Künstler dabei zu sein, ist ja eh schon krass. Aber wenn du wenn dein Künstler dann auch noch quasi so die Fassade fallen lässt, dann ist so doppelt special. So. Siehst du sehr deutlich, dass du halt hinter die Kulissen gerade gucken kannst. Und es ist etwas, du kannst es ja dann keinem zeigen. Also es ist so eine Experience, die du nur für dich hast. Ich kann ja jetzt nicht rumlaufen und sagen, Kappa sieht so und so aus, das macht keinen Sinn, aber weißt du, die haben das dann so für sich. Unterwäschemodel könnte man halt irgendwie sagen. So. Genau, das wird es treffen, aber so, voll. Ey, das Album ist auf Platz 1 gegangen, herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Trotz dessen, dass ihr euch dem Kampf des aktuellen Gradmessers, den Playlists, gestellt habt und so mehr oder weniger gar nicht drauf gebaut hat, auf Spotify großartig stattzufinden, hat es trotzdem geklappt mit der 1. Das ist ein starkes Statement für eure Fanbase und dafür, dass es trotzdem funktioniert hat. Auf jeden Fall, ja, dankeschön. Das war gut für uns. So. Wir haben ja immer gesagt, dass so aus Künstlersicht uns gar nicht so krass wichtig ist, weil wichtig ist, dass man hinter dem Album so komplett stehen kann. Das bleibt auch so. Natürlich ist es nice, aber ist jetzt nicht so, nicht das Allerwichtigste. Aber aus Labelsicht, und wir sind jetzt auch Label, voll. Sozusagen gibt es dann die doppelte Spaltung da. Voll. Und dann ist aus Labelsicht natürlich mega gut, das mit der ersten Platte eigenes Label das direkt abzuholen, ist auf jeden Fall Killer. Wenn man sich jetzt die Spotify-Zahlen anguckt, was natürlich auch wieder doppelt, wir haben jetzt hier die ganze Zeit so zwiegespaltene Gefühle gegenüber Streaming, weil auf der einen Seite ist geil, endlich hast du die Zahlen, du kannst genau sehen, wie viel streamt ein Künstler, das gab es damals mit der Verkaufszahl nicht, da konnte jeder ins Interview gehen und sagen, ich verkaufe so und so viel, so keiner kann es großartig in der Öffentlichkeit widerlegen oder weißt du, nachprüfen. Auf der anderen Seite ist das jetzt natürlich auch nicht genau der Gradmesser, weil euer Erfolg auf Spotify mit dem Album ist, sag ich mal, mäßig. Ihr habt so mit 1, 2 Songs 2, 3 Millionen geknackt, aber dafür, dass es so, also wir haben das Album gerade schon über den Klee gelobt, eins der progressivsten Alben des Jahres ist, so der Erfolg auf Spotify ist nicht kongruent zu der Qualität. Ja. So. Ja, wobei es bei uns immer lang dauert. So. Stimmt. Ihr habt schon erzählt, dass es mit Gold auch schon immer gedauert hat. Aber die Verkaufszahlen, wird das nicht auch schwerer dann jetzt im Streaming-Zeitalter? So, das habe ich mich auch gefragt, weil ihr das ja auch öfter sagt, Gold dauert bei uns öfter lange, aber ihr seid ja mehrmals Gold gegangen. Wie oft? 2-mal? 3-mal? Insgesamt 4-mal. 4-mal, okay. 2 Alben, 2 Singles. Genau. Ist das noch realistisch? Also Platz 1 in den Charts ist schon krass, aber ist das nach wie vor auch realistisch dann? Klar. Auf jeden. Sicher. Alles unter Platin ist underrated für uns. Okay, krass. Aber und auch bei Yala könnt ihr euch das vorstellen, dass die Zahlen natürlich auf jeden Fall noch rauskommen. Ja, ja. Habt ihr so ungefähr auf dem Schirm, wie viel Prozent eurer Verkäufe, Verkäufe Streaming waren und wie viel so Sales waren? Ich glaube, ganz durchschnittlich sozusagen irgendwie 60-40 oder was ist gerade die Quote. Ich glaube es nicht, dass wir irgendwie krasser physisch Einheiten ticken als andere. Ich glaube nicht, also macht keinen großen Unterschied. Was bei uns immer einen großen Unterschied macht, ist, wenn du sozusagen guckst, Klicks und Follower, Verhältnis zu Verkäufen, das ist bei uns immer sehr krass. Ja, voll. Als Tiavo Anfang des Jahres rausgekommen ist, so mit dem ersten Album, was wir dann noch jemals released haben, sind die auf 23 gegangen. Ja. Und wir hatten, glaube ich, damals 5000 Insta-Follower mit denen. Und wir haben fast genauso viele Einheiten getickt. Also weißt du, was ich meine? Wenn du das ins Verhältnis setzt, dann ist dieses Verhältnis, diese Quote ist bei uns immer krass, weil auch unsere Videos haben sind nicht krass geklickt. So, wenn du das checkst so mit anderen, die gleichen Klickzahlen haben oder andere umgekehrt, die 10-mal so viele Klicks haben, die verkaufen nicht ein Zehntel so viele Einheiten. Voll. Dann dafür. Also dieses Verhältnis ist bei uns immer sehr krass gewesen, schon immer. Warum ist das so? Weil ihr seid jetzt auch nicht, ihr macht nicht die Musik, die... Weißt du, so Retro-Style, hat nichts mit Internet zu tun, rucksackmäßig, sondern ihr seid schon auch progressiv, ihr seid auch so nah am Zeitgeist, wie man sein kann, oder nah an der Popkultur, so an dem aktuellen State of the Art. So. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir nie darüber so, ich kann das schlecht analysieren, so kannst du nicht, weißt du, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich bin dankbar, dass es so ist, auf jeden Fall. Ihr sitzt da jetzt auch nicht und habt den Drive und überlegt, ey, wie können wir unser Instagram... krasser pushen oder so, das ist ja... Twitter. Erstens haben wir jetzt Twitter und zweitens, wir waren ja lange weg und wir haben im Endeffekt 2 Jahre nichts gemacht auf Insta und so und dann waren wir, im Endeffekt haben wir bei null angefangen. Ja, voll. Im Sommer, als wir DNA rausgebracht haben. Wir waren bei gar nichts, weil so klar 160.000 auf Insta, aber was ist das? So, heutzutage. Alle, so wenn du dir die neuen Jungen anguckst, sozusagen, Eno und alle so, die haben alle 5, 6 Mal mehr als wir. Sei denn auch gegönnt, ist ja Killer, so viel Reichweite und so und super gut, das zu haben, so, aber so, wir haben bei null angefangen und wir sind auch nicht die typischen, so Insta ist für uns ein Tool, was nicht so einfach zu bedienen ist wie Twitter. Weil wir immer das inszenieren müssen, sozusagen, das heißt inszenieren, also müssen halt immer mindestens Maske anziehen. Und dadurch kannst du alles, was spontan ist, nicht machen. Ja. So, und der Gesichtsausdruck fehlt auch. Also ich meine, ich glaube nicht, dass das so schlimm ist, weil du guckst mir in die Augen trotzdem. Das heißt, du siehst schon, weißt du, was ich meine? Also ob das wahr ist, was ich sage oder nicht, kannst du trotzdem schon so abschätzen. Ja. Aber
du kannst nicht diese ganzen spontanen Shit einfach auf der Straße irgendwas, das wird schwierig so, weil wenn du immer nur irgendwas filmst, ohne dich selber dabei zu sehen, hat keiner Bock drauf. So, die Leute, ja, und andersrum habt ihr was zu sagen für Twitter, also da bietet sich dann das Medium auch wieder für euch an, weil es euch offensichtlich euch ja nicht schwerfällt, euch jeden Tag wieder was Interessantes auszudenken, was ihr jetzt mal auf Twitter raushauen könnt. Ja, was heißt auszudenken? Wir hauen halt einfach viel mehr von dem raus, was wir sowieso denken. Deswegen ist nicht so ausdenkenmäßig. Das meine ich ja, deswegen ist für uns das angenehmere Medium auf jeden Fall. Ja, ihr müsst schon so ein bisschen darauf achten, dass ihr relevant bleibt, oder? Weil ich meine, als ihr angefangen habt, ihr hattet einen Hype schon. Weil das war was anderes, was Besonderes. Nicht nur, weil ihr Masken habt, auch wir hatten ja 1000 Masken. Ja? Aber die Inszenierung natürlich auch. Der ganze Vibe, den ihr so rüberbringt, auch die Musik und so weiter. Jetzt haben sich die Leute daran einmal gewöhnt, das kennt man jetzt. Ja. Und jetzt wird halt gerade alles beherrscht von den melodiösen Hits, die für Spotify in Massenproduktion hergestellt werden. Genau. So. Und da müsst ihr natürlich gucken, wie kriegt man genug Scheinwerfer auf sich selbst, oder? Abgesehen von den treuen Fans, die ihr bestimmt habt, die erklären, warum ihr dann immer vergleichsweise viel verkauft. Aber auf jeden Fall. Ist gute wichtig, Musik. Aber genau, wir versuchen das hauptsächlich mit Musik zu machen. Habe ich im anderen Interview auch gehört, dass ihr da tatsächlich dran glaubt. Ich hoffe, das stimmt. Weil es ist so, gute Musik setzt sich am Ende des Tages immer durch. Ich hoffe. Ja, ich glaube. Es ist ja nicht nur das, es ist ja auch das Visuelle so. Das ist alles bei uns, denke ich. Es ist so, wenn ich überlege oder immer wieder halt dieses Thema dieses Jahr auch vor allen Dingen aufkam, alle deutschen Rapper, begrenze ich das mal eben auf Rapper, wobei es fast in allen Genres ist, trotzdem kommt am Ende auf Rapper hinaus, so alle deutschen Visionäre, so ob es jetzt ein Crow ist oder sogar ein Flair, der sich Gedanken macht und ein Gesamtding dann hinstellen will, die sind alle nicht stark auf Streaming, die kämpfen alle mit Streamingzahlen, mit Instagramszahlen auch, so Crow, weißt du, Crow, so er seit 7 Jahren geht der nur Platin, sein Onkel so, aber die Instagram-Stars, Spotify-Zahlen sind nicht da. Was bedeutet das für die Zukunft der Musikkultur in Deutschland, wenn ihr so überlegt, wenn das jetzt nur noch davon beherrscht wird oder so krass davon? Also das ist bei uns ehrlich gesagt nicht so ein Thema, Alter. Wir machen einfach das, was wir machen, und es gibt neue Wege teilweise, die man nutzen muss, und man nutzt die dann, aber wir denken das immer andersrum, ehrlich gesagt. Es wird immer von der Mucke und vom Album gedacht und von dem, worauf wir Bock haben. Mhm. Und dann gehen wir dann irgendwie raus damit und suchen dann natürlich so den besten Weg dafür, aber so, keine Ahnung, zum Beispiel, wir haben eine Videosingle released vorher und dann haben wir eine zweite 2 Wochen vorm Album gebracht. Wir haben 100.000 Klicks damit. Ich weiß, weil das Video gesperrt ist. So, und dann nach 4 Stunden oder so. Ja. Und uns war klar mit dem Soft-Porno-Collage da am Ende, dass das gesperrt werden kann. Mhm. Ist auch passiert so. Aber wir gehen nie hin und machen das dann nicht. Mhm. Wir nehmen dann in Kauf, dass es gesperrt wird. Dann ist es halt so. So, für uns ist wichtiger, dass das steht und dass wir als... So, umso wichtiger für uns ist eigentlich, dass man genau weiß, was Genetik ist und was man davon zu erwarten hat und so. Das ist für uns ist dann so Core-Bildung sozusagen, Kern, ne, das rauszuschälen ist viel wichtiger als Playlisten oder so. Was nicht heißt, dass man die Playlisten nicht will, weil das ist auch ein Game und man will das gewinnen, man will alles gewinnen. So, es gibt keine Trophy, auf die man verzichten will dabei. Ich will am meisten verkaufen, ich will die meisten Besucher auf Konzerten, ich will die meisten Singles, ich will die meisten Streams, ich will die meisten Klicks, ich will von allem am meisten. Ja. Aber nicht um jeden Preis, sondern nur auf meine Art, weißt du, ich will weil es geht ja nicht nur um die Zahl, ich will ja die Zahl, aber mit meiner oder mit unserer Art will ich das haben, sonst bringt mir die Zahl nichts, dann sonst, was habe ich dann von der, weißt du, was ich meine, das ist ja wie Lotto gewinnen, aber ich träume nicht vom Lotto gewinnen, sondern ich will es ja selber erreichen, so. Ja. Weißt du, das ist das Ding. Ja, voll. Ich habe auch letztens ganz kurz nochmal dazu mit einem Produzenten hier in Deutschland gesprochen, Produzenten, Rapper, der da so voll auch drin ist und gesagt hat, ey, Produzenten auch in den USA, die produzieren jetzt ganz anders Musik, so durch dieses Streaming-Ding, die ersten 30 Sekunden, wenn du da drüber bist, zählt als ein Stream, so die Leute geben sich jetzt in den ersten 30 Sekunden des Songs voll viel Mühe, da muss irgendwas Spezielles passieren, danach scheiß drauf, der Stream ist drin. Ja. So, es gibt Studien darüber, die erfolgreichsten Streaming-Songs der letzten 2-3 Jahre hatten maximal 15 Sekunden Intro. Das gibt's voll in die Kreativität rein, so ein Song wie Wake Up zum Beispiel, ein Labelchef so, der straight up kommerziell denkt, würde sagen, mach 2 Songs draus, dann hast du 2 Plays, weißt du, also. Oder Motel, so, wir haben 40 Sekunden Intro, 40 Sekunden Outro, so, das ist, egal wie gut der Song in der Mitte ist, das wäre einer gewesen, der zum Beispiel noch hätte passen können, so vom Sound her, sag ich mal, weil er viel Melodie hat und so, ja, aber dann, wir fanden es halt geiler mit Intro und mit Outro. Also machen wir halt mit Intro und mit Outro. Dann verzichtet man halt auf ein
paar Millionen Plays. Ich hab halt mal gehofft, als ich früher so über Streaming nachgedacht habe, ah krass, das kommt jetzt, ja, das wird safe alles übernehmen, weil einfach voll praktischer als jetzt lauter CDs kaufen oder so, illegales runterladen, was man früher gemacht hat, whatever. Ich mir dachte, da müsste ich ja eigentlich früher oder später gute Musik durchsetzen, weil wenn du in so einem Image-Rap-Zeitalter bist, dann geht es darum, dass du dich gut inszenierst in der Promophase und wenn das Album raus ist, dann hast du ja schon gewonnen. Ist ja scheißegal, dass es vielleicht Dreck ist, wen juckt. So, und bei Streaming dachte ich, wenn ich dein Album noch in 20 Jahren höre, dann musst du ja profitieren, weil du hast nachhaltige, gute Musik gemacht. Ich weiß nicht, ob sich das auf 30 Jahre noch so einstellt. Naja, könnte ja auch funktionieren, wenn die Playlisten nicht wären. Und die Klick lesbar so bei Spotify. Das macht auch nur Spotify. Wenn das nicht wäre, weil die Leute halt vor allem gar nicht, weil die Leute danach einfach hören, was in der Playlist drin ist. Und die Playlist wird nach statistischen, mit Algorithmen, was im Endeffekt Statistik ist, halt zusammengestellt. Guck mal, es ist für alle Menschen schwer, für junge Menschen umso schwerer, ihre Position zu finden. Und zu sagen, okay, dafür stehe ich und dafür stehe ich nicht. So einfach sich zu positionieren, generell. So, das sind meine Gefühle. Das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Ja, nein, allein Nein sagen ist eine Schwierigkeit für Kids, so das zu lernen. So Sachen, das finde ich gut, und so weiter. So, und mit Geschmack ist es genau das Gleiche. Es ist schwierig für die auszubrechen aus einem Pattern. So zu sagen, das ist das, was in der Playlist ist, da sind viele Zahlen. Und dann hört man das mit, weil es ist ja bestätigt durch die anderen, dass es ist approved. Ja. So, du kannst nichts falsch machen. Ich finde das gut, weil die anderen finden das auch alle gut. Ja. Und dieser Effekt, das fördert natürlich Spotify, indem sie die Zahlen machen. So wie YouTube das auch, indem die Zahlen drunter stehen, wird das total gefördert. Und dann müssen sie auch die Playlist danach ja zusammenstellen, weil ich meine, der Algorithmus ist ja nichts... Noch nichts ja so super absurdes AI-mäßiges wahrscheinlich, was keiner mehr versteht, wie hat dieser Algorithmus entschieden. Nein, aber er gibt dir ja immer nur die gleiche Musik, genau. Ja, der guckt ja einfach so Skip-Raten beispielsweise. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner so und dann funktioniert das am besten und dann wird halt, das ist ja auch der Grund, warum alles so schlageresk wird. Ja. Es ist aber ja perverserweise sogar das, was die Leute wirklich hören. Es ist immer dasselbe so. Ja, die Leute klicken es ja auch an und hören es ja auch, weil die Songs, die die höhere Skip-Rate haben, wo die Leute weiter skippen, weil ihnen zum Beispiel das Intro zu lange dauert, dann fliegt der raus. Aber das ist ja nicht der komische Diktator-Algorithmus, sondern das Verhalten von einem Großteil der Menschen. Aber auch die Playlisten, es sind ja nicht nur Computer, die Playlisten erstellen. Ich glaube, das ist ein bisschen Spekulation ist, aber ich glaube, dass sich auch die Menschen, die da dran sitzen und auch die Möglichkeit haben, aber vor allem danach leiten lassen, was ihnen der Computer halt sagt. Und dass sie sich einfach die Statistik angucken. Die müssen Geschmack haben. Wenn die Geschmack hätten, dann wäre alles nochmal ein bisschen anders. Und wenn sie auf ihren Geschmack hören würden. Also es wäre vielleicht besser, wenn das System so wäre, dass man mehr menschliche Kuration da drin hätte. Ist eigentlich ja lustig, weil eigentlich man hat eine bessere Datenbasis als je zuvor. Weil vorher hätte da auch einer gesessen, hätte überlegt, was gefällt dem Publikum. Aber er hätte gleichzeitig so ein bisschen seine Expertenmeinung reingebracht und vielleicht das Publikum sogar bevormundet. Jetzt siehst du wirklich, was dem Publikum gefällt und das ist bei der Masse offensichtlich auch öfter scheiße. Guck mal, es ist typisch, dass es gibt einen technischen Fortschritt, aber der Mensch schreitet nicht mit fort. Und das ist hier genau ein Beispiel dafür, weil wenn das Mindset das bleibt, was es war, dann machst du die Technik also ständig besser, aber du denkst ja nicht anders. Das heißt, du wirst trotzdem immer am selben Ergebnis rauskommen. Du machst immer trotzdem nur dasselbe wie vorher, nur mit mehr technischem Aufwand. Das ist vielleicht einfacher und schneller, aber das Ergebnis ist... Spotify ist sozusagen angetreten, so das Radio zu ersetzen und Musik zu breiter zu machen und so weiter. Aber das Ergebnis ist noch stärkere Reduktion und Eingrenzung auf ein Genre, weißt du, was ich meine? Oder auf eine Art von Musik. Das heißt, deswegen, das ist ja genau das, warum wir sagen, so, das Wichtigste ist Mindset. Niemand von uns tritt an, um gegen Spotify. Ich scheiß auf Spotify oder irgendein, ist mir egal. Ich mache meine Musik und das sind die Portale, mit denen man zusammenarbeitet und so weiter. Und das ist nicht wichtig für mich. Ich will den Markt nicht verändern. Das interessiert mich nicht. Das machen andere. Mhm. Das machen Startups und so weiter und die überlegen sich krasse Sachen, wie man das macht. Wir machen unsere Musik und versuchen das so gut wie möglich zu spreaden und Leute zu erreichen. Das war's. Ja. Aber wir versuchen den Leuten dann mit der Musik mehr zu geben als Unterhaltung. Weil natürlich, es gibt, also wir sind Entertainer, auf jeden Fall. Und wenn wir eine Show machen, die Leute zahlen Geld und wollen entertained werden. Also musst du abliefern, das ist dein Job. Ja? Aber wenn wir ein Album machen, so wie Yala, dann ist es für die Leute, versuchen wir den Leuten mehr zu geben, aufrichtig, wirklich was zu geben, was mehr ist als Ablenkung. Das soll nicht nur der nächste Actionfilm sein, sondern es soll was sein, wo du was mitnimmst und was dich bewegt, irgendwas in dir bewegt.
Selbst wenn ihr das nicht nur für Erfolg macht, glaube ich sogar, dass es auch für langfristig nachhaltig gesehen für Erfolg die bessere Art ist, als jedes Mal dem aktuellen Ding hinterher zu springen. Schön, zu sagen, guck mal, ich habe davon so einem Hack gehört, wie du auf Insta noch mehr reißen kannst, auf Twitter noch mehr reißen, wie du in die Playlist reinkommst, wie du Modus Mio beherrschst und dich immer danach auszurichten und dem hinterher zu rennen, stattdessen so ein bisschen stur zu sein und zu sagen, nee, ich mache da so mein Ding. Und, ich auch nicht auf Teufel komm, aber nicht um sein Ding zu machen, weißt du, was ich meine? Also wenn wir jetzt morgen einen Song machen, der komplett Playlisten kompatibel ist, weil wir darauf Bock haben und der geht durch die Decke, dann okay, gib mir. Cool. Weißt du, was ich meine? Wer weiß, vielleicht, wenn man selbst, also jetzt abgesehen von, das ist ja auch witzig, wir reden jetzt über etwas, was vielleicht jetzt nicht das allerweltbewegendste der Welt ist, vielleicht nur für uns hier am Tisch, nämlich Musik und was Streaming und was da Computerisierung quasi rausmacht, künstliche Intelligenz, sonst was, ist ja allgemein ein riesengroßes Thema. Ja. Und jetzt abgesehen davon, dass es halt vielleicht gut wäre, ein bisschen das Menschliche da auch wieder reinzubringen, neben der reinen Statistikauswertung, die der Computer machen kann, kannst du auch Algorithmen wahrscheinlich besser programmieren. Und wenn die mehr darauf gucken würden, ist das wohl Musik, die derjenige auch in 20 Jahren noch feiert und die der dauerhaft hier spielen wird. Ja? Das ist auch eine Sache, wie es eingestellt ist. Ja. Und vielleicht sind die auch einfach nicht ausgefuchst genug und sind ein bisschen sehr kurzfristig einfach in dem, weißt du? Ja. Es ist halt einfach. Wobei, den Wert gibt es ja noch nicht, diese Erfahrungswerte. Kann was sein. In 20 Jahren. Ja. Also ein besserer Algorithmus, stelle ich mir nur so vor, könnte das vielleicht sogar auch besser. Guck mal, Sierra Kid, nur noch Kid jetzt, hat das letztens getwittert und nice, hat gesagt, stell dir vor, du gehst ins Museum und guckst dir die Bilder an und unten neben dem Bild ist eine kleine Leiste mit Sternen und da sind 3,5 oder 4 Sterne oder 5 Sterne. Keiner kommt auf die Idee, das zu machen. Das ist absurd. Das ist komplett absurd. Aber wir machen das. Unsere Szene macht das. Und wir fallen auch noch alle drauf rein. Ja. Schwer zu vergleichen. Ich bin manchmal auch bei diesem Kunstmarkt- und Musikmarkt-Vergleich. Da sind viele Sachen anders und besser auf dem Kunstmarkt, als weißt du, die wir falsch machen im Musikmarkt, einfach aus der Routine heraus. Auf der anderen Seite ist halt auch Hip-Hop immer so Diskussionskultur gewesen, weißt du? Lass uns diskutieren, lass uns reden, lass uns ehrlich sein. Und deswegen sage ich auch, nein, gib mir die Competition. Ich will in die Competition. So, wenn wir über Streaming reden und wir regieren gerade nicht das Streaming, Zahlen lügen nicht, dann ist es so. Will ich es regieren? Ja, ich will es regieren. Mache ich gerade nicht, mach trotzdem das krasseste Album mit Sick und das. Dafür stehen wir, fertig. Ihr findet ja auch nicht alle Musik schlecht, die im Streaming voll erfolgreich ist, oder? Also ihr habt ja zum Beispiel in aus bei der Backspin. Aus finden wir schon mal gar nichts schlecht. Erstmal. Ja. Und für andere Künstler, ja die Liebe in ihre Sachen voll. Stecken, gibt es erstmal sowieso nur Liebe. Wer bin ich, dass ich sage, das ist schlecht? Ich urteile nicht über Kunst. Ich wollte gerade auf Rin hinaus, weil ihr, glaube ich, bei Backspin, ich weiß nicht, haben wir alle Interviews reingezogen, Backspin, Aria und 16 Bars, da gesagt habt, dass ihr habt Rin, glaube ich, damals auch, habt ihr gesagt, Elvir gezeigt, ihr wart da nicht so ganz sicher, kannte er den eigentlich schon vorher oder nicht. Kann sein, dass habt ihr euch in den Arsch gebissen, dass ihr ihn nicht gesigned habt, aber Rin ist ja auch super. Wenn er gesigned hätte, aber ja. Er hätte ja auch noch mitzureden gehabt, normal. Aber ihr habt ihn auf jeden Fall sehr früh gefeiert und gesehen. Und auf jeden Fall. Ja. Ist ein guter Künstler auch, auf jeden. Ja, okay. Ihr habt du hast eine Zeile auf dem Album, wo ich erst nach mehrmaligem Zuhören so dachte, okay, vielleicht ist da so ein doppelter Boden, wie bei vielen Sachen eigentlich bei dir auf dem Album. Ja. Zu viel Steine in der Rolli, es sind schwere Zeiten. 3 Minuten und die Szene kann 3 Jahre biten. Ja. Zu viel Steine in der Rolli, ist das einfach so, soll die Zeile so plump sein, wie es ist? Oder ich dachte vielleicht, weil es im Deutschrap jetzt so viel nur noch um Rolli geht und was ist so nach dem Motto, es sind zu viel dieses Rolli-Mindset, es sind schwere Zeiten. Wie viel traust du mir denn zu? Ich hätte dir das zugetraut. Okay, dann nehmen wir das. Cool. Ich würde sagen, das ist so ein Deutsch-LK-Fall von zu viel reininterpretiert. Trag das bitte einer auf Genius. Ich habe so genommen, wie die war. Aber übrigens auch Wacky zu zitieren, die wurde schon mal von mir in 7000 Grad zitiert und bei 16 Ich weiß. Also wäre es die einzige Line auf dem Album. Nein, aber die funktioniert so ja schon gut, weißt du, und war auffällig. Guck mal, ich sag dir eine Sache auch so. Das Album hat mehr Punchlines als jedes andere Album von uns. Aber die Leute glauben, DNA hat mehr Punchlines. Das ist Bullshit. Hörst du dir wirklich nochmal an, das ist nicht wahr. Yala hat mehr Punches als jedes andere Album davor. Auf eine andere Art. Auf eine andere Art, ja. Aber ich bin lyrisch so stark, wie ich nie war auf der Platte. Mit Abstand. So, auch wenn das sehr, wie du es mal gesagt hast, sehr assoziativ geschrieben ist sozusagen. Viele Sachen, die so sehr, wie soll ich sagen, so collagenartig, so von überall einfach reingezogen so. Aber es ist einfach eine Platte, die sehr intensiv ist und sehr rauschhaft ist insgesamt und dann passiert das halt einfach. So, man checkt das ja auch, weil auch das passt ja alles zusammen mit dem, was ihr sagt. Ihr sagt ja, ihr möchtet nicht so
Ihr möchtet mehr aus dem Bauch raus und nach Gefühl voll. Arbeiten und nicht so pedantisch über Deutsch alles durchgeplant, mathematisch und so weiter. Aber und auch das nicht geplant. Weißt du, was ich meine? Mhm. Nicht das ungeplante Planen. Das ist auch, wieder die gleiche Falle. So. Deshalb ist schwierig. Genau. Und deshalb habe ich das auch verstanden. Weißt du? Und deshalb, ich habe gesagt, immer, das schlimmste Konzept ist, kein Konzept haben zu wollen. Als Konzept. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt diese Rapper. Okay, stimmt. Deshalb habe ich das. Weil dann wirst du verkopft ohne Ende. Ja, stimmt. Wenn du nicht verkopft sein willst, dann wird's schlimm. Ich finde, in vielen Sachen funktioniert das auch. Es gab halt manche Stellen, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich dachte, ich bin eigentlich nicht so ein Doppel-Dreifach-Reim-Pedant, aber wo mir dann einfach die Reime zu einfach wurden. Ich mir dachte, okay, ich weiß aber, warum er das macht, weil er sagt, nein, ich setze mich jetzt bewusst hier nicht 80.000 Mal hin und gucke, wie ich da und da noch einen Reim reinkriege. Nein, manche Sachen sind einfach Feeling, Mann. Ich flow die jetzt raus. Ja, wenn so ein Song ist, wo es einfach darum geht, so, ich rede mit einer Frau oder so und das ist so eine Gesprächssituation, dann rede ich so, wie ich rede. Dann werde ich auch so reimen, wie, weißt du, was ich meine? Das ist das Einzige, worauf ich dann noch ein bisschen achte, aber ich werde nicht anfangen, mir einen da intellektuell runterzuholen, dass ich so die krassesten Ausdrücke, so, dass ich kann das auch, ich habe das auch schon hier und da gemacht und manchmal macht das auch Spaß, aber das ist eigentlich nicht das, worum es geht, Mann. Es ist nur Feeling, 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 Feeling. Ich verstehe das jetzt viel besser als früher, Mann, weil ich selber nicht so frei war oder wir nicht so frei waren. Das ist das, was die ganze Platte für uns auch gemacht hat. Deswegen bedeutet es für uns so viel. Aber so, jetzt mache ich mich von diesen Sachen auch frei, Mann. Es geht um Feeling, Mann. Touchen, touchen, touchen. Wenn es nicht toucht, kannst du es in die Tonne treten, Mann. Ist gar nichts wert. Und dafür sind dann auch Sachen gut manchmal, wo ich sage, also das ist typisch deutsch, Mann. Das ist wirklich eine deutsche Krankheit, von mir auf aus, die Technik zu gucken und darauf zu gucken, ob die Maschine gut konstruiert wurde. Ja, genau. Mann, also das ist Musik, Alter. So Ingenieurswissenschaft. Ja, Mann, also wirklich so. Also wenn man anfängt, darüber zu diskutieren, aber der hat so Achtfachreime oder sowas. Ich sage ja nicht, dass Achtfachreime schlecht sind. Ist ja geil, ist cool, kann auch super sein. Aber das als Kriterium herzunehmen, so würde ich super das auch gar nicht mal unbedingt sagen, weil dafür höre ich, glaube ich, auch zu viel Musik, die ich einfach voll feiere, wo ich immer das Problem hatte, wenn ich zum Beispiel früher noch Reviews geschrieben habe. Ich mir dachte, okay, Alter, so rein objektiv fällt es mir voll schwer zu erklären, warum ich das feiere, weil vom Gefühl her feiere ich das einfach. Genau. Ja. Die Technik ist nichts Besonderes, die ist teilweise sogar echt scheiße, aber ich feiere dieses komplett. Ding. So. Guck mal, die Amis, aber man muss einfach drauf gehen, weil die haben es gefressen, die haben es erfunden. Die sind off. Auf ganz vielen Sachen, die Jungen. Mhm. Die sind nicht drauf. Ja, ja, das ist nice, Alter. Killer. Die sind zu früh. Lil Baby. Ja. Zu spät, zu früh. Der ist irgendwo. Mhm. Alter, zeig mir einen, der so viel Swag auf einen Song kriegt. Mhm. Mann, yes indeed. So das Ding. Trotzdem ist nicht das alles ist tight, wo du am Beat vorbei rappst. Dadurch wird es nicht automatisch tight. Es kann dann trotzdem tight sein. Genau, aber es geht vielleicht um viel. Du kannst ja nicht dann off sein und sagen, ich bin jetzt off, aber er ist ja off, weil du die ganze Story glaubst du ja dann mitzuhören, dass er als Typ off ist. So, du glaubst, er ist off, weil er im Leben auch off ist. So, weißt du, was ich meine? Und so, das ist wichtig, Mann. Das geht um Feeling. Das ist das Einzige, was zählt. Ihr habt lustigerweise, glaube ich, in einem Interview gesagt, der Song Magic, der ist der so, wo ihr noch mehr hin wollt. Ich hatte so vom Gefühl her, dass viel, ich glaube bei 16 Mal, oder ich habe es falsch verstanden, dann könnt ihr das jetzt hier nochmal anders machen. Ich weiß nicht, aber wir erzählen noch viel Unsinn. Ich hatte das Gefühl, Magic wäre sogar noch am meisten Rückbesinnung so. Auf ist auch so, ja. Okay, okay. Gut, dann habe ich es vielleicht einfach falsch verstanden. Ja. Ist denn diese die Arbeitsweise, findet sie sich in den Beats eigentlich auch? Also ihr habt jetzt einmal auch den Anspruch, ihr wolltet das zeitlos, oder ihr sagt, ihr habt euer zeitlosestes Album bisher gemacht. Ja. Obwohl ihr gerade auf diesen Perfektionismus, den ich eigentlich ranbringen würde, wenn ich sage, ich mache was Zeitloses, dann muss es perfekt sein. Gerade da sagt, nein, muss nicht perfekt sein. Ich überlege es nicht noch, ob ich noch einen besseren Reim habe. Und wenn das Toxic hinter stört, dann soll er sich vergehen. Aber die Beats klingen für mich eigentlich nicht so, oder? Sitzt du da nicht? Also bei Beats, ich dachte, man tüftelt da so länger. Und nee, gar nicht. Das ist oft so ein 5-Minuten-Ding. Echt? Komplett. Aber halt 1.005 Minuten-Ding. Kann auch ewig dauern. Es wird nicht schlechter, wenn ich jetzt lang dran arbeite, aber es ist nie so geil. Es ist nie so konstruiert. Ja, komplett intuitiv alles. Womit produzierst du eigentlich? Bist du so Hardware-mäßig? Reason, Fruity Loops, ja. Ist es was anderes als du DNA-Zeiten zum Beispiel? Weil ich finde, dein Sound hat sich auch übertrieben verändert, was allein schon auch an der Herangehensweise liegen kann. Du warst damals viel funkier als heute, finde ich. Ja. Heute viel düsterer, ernsthafter, so epochaler auch zwischendurch. Keine Ahnung. Hat sich einfach so intuitiv passiert. So. Mhm. Krass, interessant. Also, aber ich mein, weiterhin Reason so. Ja,
Also Erwachsener wird es gar nicht so richtig treffen, was ich sagen will, weil Erwachsen klingt dann so wie jetzt ich hoffe, kein Spaß wir sind mehr viel infantiler als jemals zuvor, ehrlich gesagt. Wie siehst du denn die Soundentwicklung von Sick? Also deswegen sage ich es ja immer wieder, man, Sick ist der, es gibt keinen Produzenten in Deutschland auf seinem Level, Punkt. Es gibt keinen. Zeig mir einen, der ein Album so hinstellen kann. Ey, das ist super gut keinen. Produziert, das Album. Es gibt ist voll Nein, geil. Das ist nicht super so. Gut produziert. Das ist das krasseste produzierte Album ever. Das ist der Unterschied. Nein, das muss man hören. Ich muss euch das abfordern. Hast du jemand anders, ich muss euch abfordern, euch anzutrainieren, das zu hören, was es wirklich ist, auf welchem Level es wirklich ist. Weil alles andere ist underrated. Du kannst dieses Album, scheiß mal auf mich, aber dieses Album ist Grammy nominierbar. Punkt. Von der Produktion. Punkt. Und jeder, der was anderes sagt, dann kommen die Leute immer, ja, sagt uns jetzt nicht, wir verstehen das nicht. Doch, ihr versteht das nicht. So. Ich verstehe, woher er kommt, weil es gibt viele Produzenten gerade in Deutschland, die abreißen auf Single-Basis, das hast du ja auch schon gut erwähnt. Die machen hier mal ein Ding, da mal ein Ding, da mal ein Brett. Ja. Aber das ist, ohne den jetzt zu nahe zu treten, ist schon ein bisschen austauschbar, weil auf den hätte Rapper XY und Rapper ABZ hätte auch drauf kommen können. Ja. Dass jetzt ein Künstler oder ein Produzent so sitzt und ein komplettes Album macht, so wie du, auf dem Level und auch in der Komplexität, weil es gibt Leute wie zum Beispiel Symes, der ganz Flair produziert, der macht auch brutale Arbeit und macht komplett Flair so. Aber der ist nochmal, finde ich, von der Komplexität nicht, der macht nicht das, was du machst. Weil du gehst in einem Song in fünf verschiedene Klangwelten, holst einen wieder raus, packst einen wieder da rein und so. Das ist schon, ja, ich würde auch sagen, einzigartig eigentlich in Deutschland. Ja. Ja, ich meine, die Beats sind natürlich auch, die kriegen natürlich auch sehr viel Platz und stehen sehr in dem Mittelpunkt auch bei dem Album, dadurch, dass ihr diese ganzen, Beats-Kits oder die Switches immer da drin habt in den Beats und so weiter. Aber ja, also. Guck mal, als Rapper, ganz ehrlich, als Rapper darfst du eigentlich, wenn die Produktion gut ist, musst du eigentlich dafür sorgen, dass du es nur nicht mehr kaputt machst. So, weißt du, weil du kannst viel Scheiße erzählen die ganze Zeit so. Du musst dich einfügen und du musst ein Instrument mehr sein auf dem Ding. Das ist schon mal ganz wichtig. Deswegen ist Flow so eine wichtige Sache, weißt du? Dass du da drüber fließt und dich gut damit verbindest. Das ist erstmal wichtiger als die Technik. So. Erstmal flüssig sein damit so und sich gut integrieren. Und dann, wenn du dann auch noch ein paar gute Sachen zu erzählen hast, dann ist dein Job schon gemacht so. Von wem hattet ihr eigentlich diese Story, dass es angeblich ein geflügeltes Wort in der Musikindustrie sei, dass dann etwas kaputt gemischt ist, weil man es einfach zu sauber und zu perfekt gemacht hat und das dadurch einfach jeglichen Swag verliert, dass man dazu allgemein sagen würde, it sounds too German. Wir haben mit ein paar Produzenten gequatscht. Sogar, oder? Kann sein, ja, dass er das war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber irgendjemand hat das gesagt und die viele... Kein Deutscher natürlich. Ja. Aber die haben gesagt, so, ja, das ist Gang und das passiert. Ich dachte, im Deutschen Hass ist auch sehr deutsch, sich selbst scheiße zu finden. Hätte auch ein Deutscher sein können. Es geht ja nicht darum, geht nicht um Scheiße finden, es geht ja darum, seinen Beitrag zu leisten, um es besser zu machen, freier zu machen. So, das ist wichtig. Die Menschen müssen freier werden von diesen Dingen. So, das hat nur etwas zu tun, wenn man einer Regel folgt. Und man darf nicht ganz so viele Regeln folgen, vor allem nicht, wenn man Kunst macht. Ja, also dieses Klischee über die aktuelle zeitgenössische deutsche Kultur findet sich bei Deutschrap ja auf jeden Fall schon so ein bisschen, dass wir viel so, was weiß ich, achtfach Reimketten-Massaker in Deutschland haben, während man zwischendurch dann immer wieder Ami-Rap hört und sich denkt, ey, es kann so einfach sein. Allein, es ist gar nicht Raketenwissenschaft, weißt du? Allein, dass unsere Szene so viel miteinander diskutiert wie keine andere. Es gibt nichts, was im Internet so präsent ist und so weiter wie unsere Szene. Wir machen uns selber so groß, weil wir den ganzen Tag auch nur darüber reden. So. Weil klar, wir lieben das auch alle so. Ja. Aber natürlich, wenn man viel redet, dann redet man auch viel Unsinn. So wie ich das oft mache. Sick ist auf jeden Fall der intelligentere von uns beiden, weil der sagt nur, wenn er was puncht, direkt so. Und ich bin auch noch in dem Modus, dass ich einfach so, wenn man viel redet, redet man auch viel Scheißdreck. Mhm. Würdet ihr eigentlich sagen, der größte Cut in Genetics Karriere war jetzt zwischen dem, also zwischen Fuck und zwischen Yala? So der größte Step? Weil ich habe zum einen, finde ich, die Texte sind seit Fuck zu Yala am meisten so, haben die diese Entwicklung genommen von dem Representer-Zeug hin Richtung, deswegen erwachsen trifft es nicht ganz, aber jetzt ist halt viel Erotik drin, viel Sex, viel so Bewusstseinszeug und solche ganzen Sachen. Das ist schon erwachsen. Also was machst du nicht auf einem Teenage-Album oder sowas, hättet ihr nicht auf DNA gerappt oder ging es um Party und was weiß ich, halt Representer-Shit. Ja. Es ist freier auf jeden Fall, und es ist der größte Zugewinn an Freiheit, den wir jemals auch in unserem Leben hatten, auf jeden Fall. Mhm.
Wir hatten auch so Songs wie Diamant auf Fuck oder ja, so, ja, oder klar. Auch das Fuck Genetik selber oder das Ding auf Brasilianisch und so, weißt du? Das ist jetzt schon so, wir hatten da auch immer Message oder politische Sachen, aber hier ist jetzt weniger politisch, hier geht es jetzt mehr um den Menschen sozusagen. Ja. Lustigerweise, das letzte Album hieß Fuck Genetik, ich glaube auf eurem Merch habt ihr jetzt Viva Genetik drauf. Dieses Mal. Nee, diesmal, was haben wir denn jetzt im Moment? Ich habe irgendwas gesehen, wo Viva Genetik drauf es gibt schon hinten. Wake Up und es gibt Yala, You Always Live Again gibt's halt natürlich. Aber das ist natürlich, die Idee ist ja Fuck Genetik, einmal killen und dann ist danach die Auferstehung. Ja. Ich hab mich gefragt bei dem 16 Bars Interview, wie du wohl hinter der Maske geguckt hast, als dein rappender Kollege gerade bekannt gegeben hat, dass wenn Amerikaner Beats von euch nehmen, dass das Geld auch voll egal ist, ihr möchtet einfach nur in Energy bezahlt werden. Energy ist ja Geld. Ah, okay. Ja, das hat er vergessen zu sagen. Dann schließt sich der Kreis wieder. Also wird doch nicht umsonst produziert. Nee, auf keinen. Die Beats werden schon... Kommt drauf an, wenn wir mit Mike produzieren, wollen wir jetzt natürlich keine Kohle, sondern gucken, was daraus entsteht, aber... Mike Dean, der zwei Sachen co-produziert und das gemischt und gemastert hat. Ja. Das war so konkret sein Einfluss, abgesehen von dem Viben und so weiter, der Erfahrung einfach ne, mit einem der krassesten Dudes zurzeit in der Szene zusammenzuarbeiten. Komplett, schon immer, auf jeden Fall. Ihr habt in meinem Interview gesagt, da habe ich vergessen nachzufragen, dass als ihr aus L.A. zurückkamt, sind noch Sachen entstanden, die dann, glaube ich, auch auf dem Album gelandet sind, die ihr noch nicht ein hattet. Song, ja. Weißt du, kannst du sagen, welcher das war? Oder? Ich glaube Nummer 12. Ah, krass, okay. Ja. Cool. Interessant. Aber den hat trotzdem noch Mike gemacht. Auch. Ja. Der hat den auch gemixt und mastered. Ja. Wie habt ihr es geschafft, eigentlich zu den diversen amerikanischen Rap-Crews, die ihr auf dem Splash kennengelernt habt, Kontakt zu halten die ganze Zeit? Man lernt sich kurz kennen, sagt so, ja geil, ich zieh mir mal deine Sachen rein und dann schreibt man sich einfach alle paar Wochen mal in WhatsApp. Weil darauf habt ihr ja aufgebaut, was euch am Ende dann dazu gebracht hat, bei Mike Dean mit ihm zusammenarbeiten zu können. Auch ohne dafür Tonnen von Geld scheinbar auszugeben, sondern weil er die Sachen gefeiert hat und weil ihr gute Kontakte hattet. Ich glaube, die verfolgen viel, was wir machen, ehrlich gesagt. Mhm. Also sagen sie auch. Und deshalb war es nicht so schwierig, mit denen in Kontakt zu bleiben. So easy. Cool. Aber wir haben ehrlich gesagt auch jetzt nicht so viel geschrieben und so, sondern jetzt bei den... Wir waren oft dort. Ja. Wir waren ein paar Mal dort und dann, aber jetzt auch der Mike-Kontakt, das ehrlich gesagt, das war anderthalb Jahre nix, kein Kontakt zwischendurch. Ja. Und dann haben wir einfach uns nochmal gemeldet, als wir ein Album gemacht haben sozusagen. Ja. Und nächstes Jahr wird man auch viele Beats von dir auf amerikanischen Releases dann finden? Weil ich hatte ja zum Beispiel den Tweet mal, wenn ihr wüsstet, wie viele Amis Sachen von ihm wollen, hattest du mal... Ja, kann passieren. Das kriegen ja nicht alle. Ja, wir wollen, ist schon klar. Aber ein paar werden auch mal einen Beat bekommen. Definitiv, ja. Weißt du, was die Schwierigkeit ist? Sick produziert und produziert. Und manchmal, wenn es irgendwelche Leute mitkriegen wollen, die was haben. Ja. Und dann ist es so gut, dass wir es selber nehmen müssen. Das ist eine große Schwierigkeit dabei, Sachen abzugeben. Konkurrenz auch für den Rapper dann deswegen, so, ne? Deswegen gibt es immer nur, deswegen wird das sehr, sehr, sehr picky vorgegangen, wer was kriegt und wer nicht. Ja, man will natürlich sein geilstes Zeug irgendwie den Leuten geben, damit dann, was weiß ich, der Ami, der und der auf dem geilsten Level am Start ist. Du natürlich nicht deinen schlechtesten Beat darüber mäßig. Auf der anderen Seite willst du den natürlich dann aber auch für dich selbst behalten, wenn klar, du so am Level bist. Ja, du kannst ja nicht dein eigenes Projekt dadurch kompromittieren oder so kannibalisieren, dadurch, dass du die besten Beats dann immer rausgibst und selber auf die Reste rappst. So, das kannst du natürlich auch nicht sein. Schwierig. Und dann wollt ihr ja noch irgendwie, was? Drei krasse Aktionen mit Weltstars habt ihr noch fürs nächste Jahr. Genau, das kommt noch. Das kommt noch. Auf jeden Fall. Ist nochmal was anderes, als dass denn der Beat irgendwo. Auf jeden, ja. Ja. Sind das Features oder habt ihr das absichtlich so jetzt offen gelassen? Teils. Hm. Aber das wird man auch noch sehen, ist immer auch noch immer ein bisschen Politik auch dabei, aber es sind auf jeden Fall haben wir zwei, drei Sachen in der Pipeline, die hart sind. Und wenn das, ich hoffe, dass das nächstes Jahr alles rauskommt, ja. Ja. Wohnt ihr eigentlich immer noch in Saarbrücken oder da so Umgebung? Ja. Krass, warum seid ihr, also mit dem, ich kann mir vorstellen, dass einfach, wenn ihr in eine größere Stadt, eine lebendigere Stadt, was weiß ich, wenn ihr für ein paar Monate nach London geht, nach Paris geht, nach Berlin, irgendwo hingeht, warum habt ihr das noch nicht gemacht? Ich glaube gar nicht, dass es besser wäre, oder? Weil irgendwie, doch, eigene Kreativzellen. LA wäre schon geil. Teils LA wäre die einzige Stadt, wo man es machen könnte. New York auch. Allein New York vielleicht. Oder ist Saarbrücken oder Wyoming so. Ja, da ist nicht so viel Ablenkung einfach. Das meine ich. Also das ist vielleicht auch ganz gut, um sein eigenes Ding durchzuziehen. Habt ihr noch das gleiche Headquarter, wo ich damals war? Genau. Auch da sage ich, die Mentalität ist, nicht nach L.A. gehen und zu den krassen Produzenten gehen, sondern das ist meine ich ja. Das Umdenken heißt, die nach Saarbrücken holen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, genau. Das ist das Ding. Man lacht.
Aber genau dieses Lachen ist das, was einen limitiert. Ja, ja, klar. Verstehst du, was ich meine? Du musst das ernst. Ja, normal, warum nicht? Warum, genau soll so. warum soll nicht der krasse Ami nach Saarbrücken kommen? Guck mal, wir produzieren mit Mike. Und Mike macht alle möglichen Sachen für Jay-Z, Beyoncé und Kanye und so weiter, okay? Die Idee ist, dass man The Kadas nach Saarbrücken holt. Verstehst du, was ich meine? Das ist das Ding. Und das ist auch das, worum es auf Yala geht. Und das ist das, was ich meine, wenn ich über Freiheit rede. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, das ist Mindset. Das muss man den Leuten zurückgeben und sie öffnen dafür, dass sie das wirklich so, weil das, so fühlen wir das, Mann. Das ist kein Bullshit. Wir reden uns das nicht ein. So, das ist, ich meine das verdammt ernst, wenn ich das sage. Wirklich komplett. Ja. Ich zweifle daran nicht. So. Warum ist es vorprogrammiert? Es ist nur so lange vorprogrammiert, wie ich es akzeptiere, dass wir nach L.A. gehen müssen, bis wir denen erklären, die müssen zu uns kommen. Ja. Ja, man kann nicht groß genug denken. Man sollte sich man darf keine Angst haben. So. Man hat auch keine Angst davor, größenwahnsinnig zu werden. Ja, zu wirken. Nein, zumindest, Alter. Das ist egal. Ich nehme das ja niemand anderes. Es geht ja nicht darum, dass nur ich so denken will. Ich will ja, dass jeder so denkt. Guck mal, pass auf, ich weiß nicht, von wem das ist. Irgendwo stand es mal unter einem Muhammad Ali Poster so, aber es kann sein, dass es auch nicht von ihm ist. Wenn dein Traum dir keine Angst macht, ist er nicht groß genug. Weil dann ist es kein Traum. Dann ist es ja nur, du sagst, okay, ich will das und das und das. Dann sagst du, ich habe eine Vision. Du hast keine Vision, Mann. Das ist keine Vision. Deine Vision ist realistisch. Ja. Sozusagen innerhalb eines, so du glaubst, das sind die Pattern, das haben andere gemacht und das mache ich auch. So, das ist keine Vision, Mann. Lüg dich nicht an, belüg dich nicht. Das ist keine Vision. Eine Vision ist Michael Jackson Status. Und selbst das ist noch keine Vision, ja, weil es ihn ja schon... Genau. Die Vision ist größer als Michael Jackson Status. Und das muss man sich trauen. Da sagt natürlich jeder, ah, Vorsicht, und das kannst du nicht sagen. Das wird in dieses dummes Gespräch. Glaubst du, irgendeiner kriegt über Michael Jackson Status, der nicht den ganzen Tag denkt, ja, genau, er will über Michael Jackson Status? Das passiert ja nicht zufällig. Niemand wird zufällig Michael Jackson oder über Michael Jackson Status. Ausgeschlossen. Das kommt nicht davon, dass du denkst, ja, ich will, wäre schon nice, wenn ich mal Nummer 1 hole oder wenn ich mal einen Grammy hole oder so. Nein, Alter, Träume sind Träume. Ja. Die können nicht groß genug sein. Ja. Das bringt halt aber natürlich auch gewisse Risiken mit sich, wenn du völlig überzeugt davon bist, du bist ein Genie und du bist größer als Michael Jackson und du kannst mehr reißen als Michael Jackson und also einmal anderen Leuten vor den Kopf zu stoßen oder vielleicht auch um unzufrieden im Leben zu werden, falls man dann doch nicht Michael Jackson wird am Ende des Tages. Also ich meine, Bescheidenheit und Demut sind doch auch sinnvolle Tugend, wenn vielleicht auch gerade innerhalb von eurem philosophischen Weltbild, was ihr auch rüberbringt, sich als kleiner Teil vom Universum und von einem großen Ganzen zu sehen. 100%. Weißt du, das so, klar, man darf nicht verkrampfen, auch da wieder. So, wenn ich jetzt verkrampfe und größer als Michael Jackson sein will und dann, ja klar, bin ich am Ende enttäuscht, so, wenn ich es nicht bin. Aber das ist nicht euer Mindset? Nee. Nein, Mann. Guck mal, das ist ja, du denkst das schon mit. Du sagst auf der einen Seite größer als Michael Jackson, auf der anderen Seite bescheiden sein. Ja. Weil du glaubst, es schließt sich aus. Es schließt sich nicht aus. Es schließt sich nicht aus. Ich bin nett und höflich zu jedem Menschen, das ist super wichtig. Bitte, danke, tschüss, wie geht's dir? Das ernst meinen, mit den Leuten gut umgehen. Nicht um mit den Leuten gut umzugehen, sondern weil ich will Liebe zurückhaben. Aber wie kann ich Liebe erwarten, wenn ich keine Liebe gebe? Das ist lächerlich so. Also ich gebe so viel, wie ich kann. Und ich will auch nicht Michael Jackson Status, um danach zu sagen, ich bin besser als ihr. Ich will Michael Jackson Status, um den anderen zu sagen, ihr könnt auch Michael Jackson Status. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein Unterschied. So. Und umgekehrt werde ich nicht unglücklich dadurch, wenn ich das nicht habe, Mann. Dann Familie, Tochter, das, was mich glücklich macht. Das andere, es ist ein Game. Es ist ein Spiel. Ja, es ist nur ein Spiel, Mann. Ja. Das ist nur ein Spiel, aber man muss es richtig spielen. Das Ego kann einen noch schnell davon abhalten, halt wirklich open-minded zu sein, was ihr sein wollt. Ne? Ich glaube, vielleicht ist das gar nicht Ego, was man bei euch dann halt als Ego verstehen kann. Nee, das ist es nicht. Ist es auch nicht, Mann. Ich habe so, da ihr so gerne auch Zitate raushaut, ich habe euch eins von Marina Abramović mitgebracht. Nice. Cool. Ich muss euch nicht erklären, wie die ist. Ja. Killer. Ich erkläre es den Normalsterblichen unter uns. Ist tatsächlich die, das hatte ich gehofft und dann ergoogelt, dass es auch so ist, die Jay-Z dazu Picasso Baby inspiriert hatte mit der 6-Stunden-Performance. Die hat, soll mal gesagt haben, if you start believing in your greatness, it is the death of your creativity. Was eigentlich ist, wo ich dann dachte, das ist ja ein Widerspruch zu dem Swag von Caruso. Sie oder meint von in die Ego-Greatness. Sie kann es nur so meinen. So, es geht, pass auf, es geht nicht darum, sich selbst als großartig zu empfinden.
Es geht darum, Liebe zu fühlen. Und die ist so, diese Liebe ist so groß, dass wenn man ein Teil davon ist und sich damit verbindet, dann ist man selber diese Liebe und genauso groß. Und dann zapft man von sozusagen von dieser Power. Dann ist man Teil davon. Dann ist man selber diese Power. Ja. Und das hat mit dem Ego nichts zu tun. Es geht auch da, man darf nicht so tun, als ob man gar kein Ego hat. Wie ist das? Die größte Ego-Leistung ist versuchen, kein Ego zu haben. Genau. Das ist ein Krampf. Du sagst, ich habe kein Ego. Ich bin überhaupt keine normale Persönlichkeit sozusagen. Das ist Bullshit. Das schafft niemand. Das schaffen nicht mal die Mönche. Aber auch da, es geht nicht drum verkrampfen. Es ist ein Spiel. Wenn du dich dabei erwischst, dass gerade du, keine Ahnung, so jemand sagt dir, ja, guck mal, finde ich ganz nice, aber mach doch mal hier andere Schriftart oder so. Dann sagst du, echt, aber finde ich doch voll geil, was ist das? So, und dann merkst du schon, ich reagiere. Weil, eigentlich geht, weißt du, was ich meine? Ja. So, erwischt. Aber was willst du dann machen? Du kannst natürlich dann sagen, fuck, Alter, jetzt wieder Ego. Nein, das ist ein Spiel. Du kannst über dich lachen und sagen, ja, fuck, hat gerade in die Falle getappt. Ihr habt auch mal getweetet, ich glaube nicht, ich sei besser als alle anderen. Ich glaube, ihr seid alle genauso gut, aber glaubt nicht daran. Was glaubt ihr denn, also wie ruft man sein Potenzial ab? Indem man einfach super überzeugt davon ist, dass es am Ende klappt, indem man immer so weitermacht bis zum Erfolg, niemals aufgeben oder wie, oder ist es die Open-Mindedness und wie erreicht man die? Also das ist natürlich Königsfrage auf jeden Fall, weil das so, weil man darauf alles und nichts antworten kann. Aber am Ende geht es um Loslassen und tatsächlich um Energy, um Liebe. Ich weiß, dass ich das schwierig anhören muss, aber das ist es wirklich, Mann. Du musst es fühlen, Alter. Du musst dir selber erlauben zu träumen. Du musst dich selber lieben und du musst verstehen, dass jeder andere Mensch nichts anderes ist als du. Und dann entstehen Verbindungen mit anderen Menschen, Verbindungen mit Sachen, die größer sind als andere Menschen, als jeder einzelne Mensch. Und dann werden Sachen groß. So, das beste und natürlichste Beispiel dafür ist, Mann und Frau verbinden sich für ein neues Leben. Das passiert ganz intuitiv, ganz von alleine und in Liebe. Hoffentlich in den meisten Fällen. Und daraus entsteht ein riesiges neues Potenzial im Universum, das Potenzial zu allem hat, sozusagen. Also jedes Mal machst du ein Blanko-Mensch sozusagen und der kann alles erreichen, was möglich ist. Ja. Aber wir vergeben diese Chance oft, weil wir diesem Mensch dann beibringen, was er alles nicht kann und was er alles nicht darf und was er alles nicht, genau, was er nicht soll. Das ist eine Katastrophe, Mann. Die einzigen Limits, die man setzen darf, ist, dass man den anderen nicht wehtut, sozusagen, dass man niemandem was wegnimmt. Aber das sind auch die einzigen Limits, sonst muss jeder jeden in Ruhe lassen, Mann. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist wirklich die einzige Maxime, ist wirklich, zerstör keine anderen Potenziale. Ja. So, das ist das Einzige. Mehr darf man eigentlich einem Menschen nicht beibringen und dann mit Liebe vollstopfen, wie es nur geht. Das war's, mehr kann man eh nicht machen. Ja. Du hast da noch was, oder? Sind Sie wirklich so ein Schwenker? Ich könnte jetzt auf den Twitter-Grind rüber. Ach so, neben Zitaten von Ray Dalio und Winston Churchill, die ich glaube ich skippen würde, hätte ich ansonsten noch dann meine Fragen zum Twitter-Grind. Ja, du sagst zum Beispiel, ein Traum wäre, oder nicht mal ein Traum, aber jetzt ein Ziel, realistisches Ziel sogar wäre zum Beispiel, wir holen uns den Grammy eines Tages. Oder mehrere. Auf der anderen Seite, also ihr habt erzählt im Interview, ihr habt zum Beispiel Mike Deans Grammy gesehen, so. Ich habe auch mal einen Grammy gesehen. Ich weiß, das schickt einen auf einen Trip. Das ist ein Film, das Ding so zu sehen, was man als Kind oder so immer verfolgt hat, dann in echt so vor den Augen zu haben. Sick ist direkt an die Vitrine gegangen und hat gesagt, gib mal her, wir müssen anfassen. Für welches Album war das? Was hat das anfühlt schon mal. Also, Watch the Throne war das. Ja. Zu krass, Alter. Auf jeden Fall, das ist aber am Ende des Tages auch nur eine von einer Institution dir vergebenen ein Stempel, den du auch nicht brauchst, wenn du in die USA guckst. Oder Kanye geht auch nicht mehr zu den Grammys, weil er das Problem hat, wie du mit dem Hip-Hop Day. Es ist ein Spiel. Ja. Es ist ein Spiel. Klar, man will das Level packen, so ist cool. Ja. Wenn nicht, auch egal. Ja. Aber es ist cool, das zu haben. Warum gehst du an die Playsee? Du musst ja nicht an die Playsee gehen. Ja, ja. Aber du gehst an die Playsee, spielst, dann willst du gewinnen. Ja. Also wir machen Musik, es gibt Grammys, also wo holen wir uns einen? Ja. So, das Spiel, das ist genauso eure Einstellung zu Geld dann beispielsweise. Oder zu Goldschmuck oder zu dicken Autos. Cool. Oder zu allem Materialistischen. Wir sind keine Menschen. Ist cool. Ja. Habt ihr schon so Kategorien im Sinn? Wie meinst du? Wo es am realistischsten ist? Welche Kategorien? Ja. Bestes Album, bester Künstler, beste Live-Show. Gibt viel. Ich hätte gerne eine ganze Menge auf jeden Fall.
Ja. Ja, let's go, Alter. Solches Twitter-Grinden. Hast du schon mal überlegt, auf Englisch zu machen? Du hast in einem Interview erzählt, dass du eh schon so viele Anglismen hast. Die Endreime bei Bitches waren, glaube ich, eh alle Englisch. Genau. Da kannst du eigentlich gleich auf Englisch. Ist nicht ausgeschlossen, auf jeden Fall. Warum nicht? Auch das wäre eine nicht unserem Mindset entsprechende Limitierung, ja, zu sagen, genau. Ich mach's niemals. So. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz viele. Glaubst du, du musst Englisch rappen, um den Grammy zu holen? Ich glaube, das wäre auch wieder eine Limitierung eigentlich. Macht's einfacher, oder? Ja. Du musst nicht. Könnte sein. Aber richtig krass wäre natürlich mit einem deutschen Album das Ding. Klar. Auf jeden Fall. Das wäre so Endlevel. Ja. Ist es schon auf jeden cool, Fall. Ja. Das ist dann sozusagen Schwierigkeitsstufe noch eins höher gesetzt. So. Ja, genau. Ist auch cool. Manchmal, man muss aber auch nicht immer zwanghaft die schwierigste. Wenn es einen leichten Weg gibt, kann man den auch mal nehmen, weißt du? Muss man gucken. So. Ich sag nicht nein, auf jeden Fall. Ja. Ja, krass. Ja, mach du mal den Twitter-Grind hier. Okay, endlich. Ich darf den Twitter-Grind machen. Yeah. Ja. Ich glaube, als ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, was ihr da eigentlich auf Twitter macht und so. Ich habe auch geguckt, gibt es hier was super Kontroverses, was man jetzt diskutieren müsste. Ich habe gar nichts gefunden, was mich vom Inhalt her jetzt so todesgestört hätte. Also ich sage, das kannst du doch nicht sagen. Wir sind eingespielt, so haben wir das noch. Ja. Es ist eher, das habe ich dir aus Versehen noch damit gedisst, obwohl ich dachte, das wäre gar nichts Negatives. Ja. Aber nee, ich meine, was mich gestört hat zwischendurch, ist, glaube ich, eher der Stil als der Inhalt. Weil ich verstehe so, wie ihr so sagt, es darf keine Denklimits geben und das als so halt Open-Mindedness zu definieren. Ja. Aber mit dem gleichen Ansatz grindet ja auch Kanye West und sein Vorbild und Donald Trump und Caps Lock 75 Ausrufezeichen und so und einfach dieser Ansatz zu sagen, das ist Open-Mindedness, es gab keine Denkverbote geben, ich darf jedes rassistische Wort der Welt sagen, weil sonst würde ich mich ja limitieren und das ist doch dieses Tabus brechen ohne Rücksicht auf Verluste, wenn das dann so rübergeht, dass man das Gefühl hat, hier geht es auch um Aufmerksamkeit kriegen, dann ist es ja nur Trollerei. Wenn man wenn man einfach nur Menschen verletzt, oder herabwürdigt, dann hat es damit auch nichts zu tun. Dann wäre es Trollerei. Aber, genau. Aber wenn ich jemanden fordere und ich fordere ihn heraus, zu überdenken, ob sein Selbstwert, den er an sein Ego geknüpft hat, nicht zu überdenken ist und ob er dann nicht sich lieber seinen Selbstwert an was anderes heftet und eben dann Denkmuster aufzubrechen, dabei hilfreich ist, dann ist es eine der wichtigsten Aufgaben von Kunst. Weil politisch korrekt machen bitte Politiker und Künstler machen bitte ihren Künstlershit und fordern die Menschen und machen Sachen, die die anderen nicht machen. So, dafür sind wir da. Wir verfehlen unsere Aufgabe, wenn wir das nicht machen. Das ist dann machen wir industrielle Produkte, dann ist jeder Song ein industrielles Produkt und das war's. Mhm. Deswegen ist es wichtig, über die Musik hinaus, also nicht für jeden, wenn man nur Unterhaltungsmusik macht, ist es nicht so wichtig. Mhm. Aber wir verstehen uns als Rapper dann ja doch eigentlich anders. Sehr gute Antwort. Vielleicht macht es dann Kanye West einfach auch teilweise scheiße. Kann sein. Ich meine, vielleicht wollte er ja auch zum Beispiel, wenn er gesagt hat, ein Stück weit war doch Sklaverei jetzt irgendwie auch selbst gewählt, weil man hätte sich doch wehren können und so. Er meint, er gibt damit einen Denkanstoß. Er stößt aber im Endeffekt gleichzeitig nur vielen Leuten voll den Kopf, weil er damit ja quasi suggeriert, weil ihr Spastis, hättet ihr euch mal gewehrt, selber schuld, dass ihr versklavt wart. Ja, weißt du? Man kann es auch anders interpretieren. Ja, ich glaube wirklich, dass er das gar nicht darauf hinaus wollte und dass er einfach ein bisschen dumm sich angestellt hat bei dem, was er gemacht hat. Oder er wollte Kunst machen, so. Geht ja auch. Wollte er bestimmt. Schockieren. Ist ja auch ein Muster, um aufmerksam zu machen. Guck mal, keine Ahnung. Vielleicht hat er nicht mit allem bis zum Ende recht, aber zu sagen, dass das, dass man im Kopf gefangen ist, auch über die Kette hinaus, in diesem Fall das Sklaverei, das ist wahr. Mhm. Das ist wahr, das sind wir ja alle von unterschiedlichen Ketten. Aber das ist ja ein Riesending so für die schwarze Community, rauszukommen aus diesem Muster, gerade in den USA. Das ist brutal schwierig. Mhm. Und deswegen ist die Idee, nur den Gedanken mal zu nehmen, anstatt dem direkt mit Hass zu begegnen und das wegzudrücken, kann man das erstmal kurz einfach annehmen und überlegen, okay, was kann ich denn daraus Positives für mich auch machen? Weil das kann man auch. Und ich glaube, dass es wichtig ist und wichtige Denkanstöße sind in meiner Welt. Ich glaube, es war ein Fall, wo es mindestens grob fahrlässig war. Okay, guck mal, das nächste, wo er sagt, dann sagt er dann irgendwie, er will da 13. Zusatz, irgendwas Artikel, Sklaverei ist abgeschafft, den will er abschaffen, sagt er. Dann sagen alle, da drin steht, Sklaverei wird abgeschafft. Er will diesen Artikel abschaffen, also will er die Sklaverei wieder einführen. Das ist doch absurd, Mann. Da steht auch drin, irgendwie scheinbar, Ausnahme ist, wenn Leute inhaftiert sind. Genau. Und dann sagt er, und das ist der Grund, warum viel mehr Schwarze inhaftiert sind, weil auf diesem Umweg sozusagen doch die Sklaverei-Mentalität sozusagen wieder
sozusagen in die Gesellschaft gebracht wird. Nur auf eine Art, wo die Leute es nicht mehr mitkriegen und es nicht mehr so in der Öffentlichkeit ist. Es ist ja auch, so, dann du hat erinnerst er gesagt, damit ja auch immer wieder dann an die Sklaverei so. Genau. Ob es jetzt richtig oder falsch ist, den abzuschaffen, mal sei mal dahingestellt. Genau, er will ja nicht abschaffen, dass, er will ja nicht wieder einführen, dass Menschen unterdrückt werden. Das ist doch absurd. Da muss man ein bisschen auch mal kurz einen Schritt zurück machen und sich überlegen, okay, guck mal, der will eigentlich Liebe, der ist auf Liebe und unifying shit. Wie könnte er es denn meinen? Heißt das, dass er mit allem Recht hat, was er sagt? Nein. Ja, aber darum geht es nicht. Man muss mal kurz. Was dabei rauskam, war, dass er vereinnahmt wurde von Rechten in den USA, die gesagt haben: guck mal, selbst der Schwarze ist hier unserer Meinung und sagt, Trump ist geil. Und damit hat er im Endeffekt einen rassistischen. Ich sag ja, ist nicht alles. Präsidenten supportet. Genau. Ich gebe ihm ja keinen Freibrief für alles, was er jemals. Ich sage ja nicht, alles, was open-minded ist, ist super. Ich stimme dir zu mit seiner Intention. Du hast völlig recht. Das war das, was er wollte. Ich finde halt, okay, es hat nicht geklappt. Was ja auch vorkommen kann beim Versuch, Kunst zu machen, dass es vielleicht auch mal nicht klappt. Klar, und man muss dankbar sein dafür, dass es Leute gibt, die überhaupt an Sachen rütteln. Gerade in seiner Position. Komplett. Komplett. Ich finde, du kannst natürlich den gleichen. Guck mal, dass das in Deutschland alle reden, alle wollen rechts vermeiden. Mhm. Aber wir haben mehr rechts denn je. Woran liegt das? Das bedeutet, dass die Mittel, mit denen versucht wird, rechts zu vermeiden, vielleicht nicht so wirksam sind. Ja, genau. Weiß nicht, ob das der Hauptgrund dafür ist, aber ja. Zumindest helfen sie nicht beim Eindämmen. Wenn der wenn die Ursache auch eine andere ist, aber beim Eindämmen helfen sie nicht krass im Moment. Also muss man doch überlegen. Okay, wir sind diese Wege immer gegangen, also müssen wir vielleicht überlegen, neue Wege zu gehen, um das einzudämmen. Du kannst natürlich jetzt immer sagen, fick Nazis und dich auf diese Position stellen, auch als Künstler mit einer Fläche. Okay, ist das schlecht? Nein, ist gut, finde ich auch. Wir wollen auch, es geht um Liebe und Unifying und so, da bin ich komplett dabei. So, das leben wir jeden Tag. So. Aber, Sickert, ich muss das immer wieder sagen, dieses Beispiel, was ich dir auch gesagt habe, du hast zwei Kids in der Klasse, die schießen quer. Die haben gegen die anderen 18, die machen Probleme. Die, aus irgendwelchen Gründen, die haben zu Hause Probleme, egal, lass mal weg, warum es so ist, die machen Probleme mit denen. Dann stellen sich die 18 anderen in der Klasse hin und noch die Lehrerin und sagen, wir sind mehr, ihr gehört nicht in diese Klasse, ihr seid nicht mehr Teil dieser Klasse, wir haben mit euch nichts zu tun. Ihr seid die Verrückten. So. Was machen diese zwei Kinder? Die kommen nie wieder zurück in diese Klasse. Die werden nie wieder Teil dieser Klasse sein. Die suchen sich die anderen zwei aus der Parallelklasse, dann sind die zu viert und zu fünft und zu sechs und die anderen sind 800, die sagen, wir sind mehr und die sind zu zehnt und die sagen, die sind mehr, aber wir sind krasser. Ja. Und wir machen auch, dass wir gehört werden, ob ihr wollt oder nicht. Ja. Eigentlich wollen die nur zurück in die Klasse. Eigentlich wollen die nur geliebt werden, die wollen eigentlich nur zurück in die Klasse. Als Sick das gesagt hat, habe ich gesagt, wir müssen das jedem, wenn wir da, weil das ist genau das, das ist natürlich schwer auf 140 Zeichen in Twitter, aber genau das ist es. Der gesellschaftliche Grabenkampf zwischen Liberalen und Rechten treibt das natürlich alles nur auseinander, hast du recht. Aber trotzdem muss ich ja sagen, das ist scheiße. Nein, das heißt nicht, dass ich dafür, genau, auch sagen. Natürlich, auf jeden Fall. Oder auch mal Konsequenzen daraus ziehen, also wenn jetzt, was weiß ich, ich möchte halt nicht, dass, also soll ich jemand bei mir arbeiten, sagen wir mal, jemand möchte bei hiphop.de arbeiten und würde aber sagen, ey, Sarrazin, den finde ich auf jeden Fall nice. Also, der hat doch recht, das ist doch bewiesen, dass Kanaken einfach genetisch weniger IQ haben als Deutsche. Ja, so. Ja okay. Da würde ich sagen, sorry, mit der Einstellung kannst du bei mir nicht arbeiten, verpiss dich. So, weißt du, also gut, vielleicht erstmal kann ich versuchen, mit dem zu diskutieren, vielleicht kann ich auf den zugehen, vielleicht kann ich den überzeugen, das wäre sicherlich erwachsener und vernünftiger. Ja. Und, aber wenn man halt merkt, so, okay, Digga, das passt halt einfach nicht zusammen, die Scheiße, die du laberst, das funktioniert hier nicht in meinem Fußballverein. Genau, da musst du halt woanders spielen. Guck mal, wenn man jetzt auf AfD geht, die Hälfte derer sind vielleicht echt weit draußen und du kriegst die nicht easy zurück. Ja? Das ist schwierig, weil das ist so persönlich, das ist so eine tiefe emotionale Problematik, die da besteht, die kriegst du politisch nicht gelöst. Ja? Okay, klammern wir das mal aus. Aber es gibt einen großen anderen Anteil, dem es um was ganz anderes geht. Es geht denen nur um ein Gefühl von zurückgelassen sein und von nicht gehört sein und so weiter. Was machen die politischen Parteien? Die bewegen sich alle weiter nach rechts, um die wieder einzufangen. Ja, genau. Das funktioniert überhaupt nicht. Du musst du musst einfach ganz normal deinen Job machen und die Probleme lösen, dann kommen die von ganz alleine wieder zurück. Du musst weißt du, was ich meine? So, und ich sag, um das auf einer ganz anderen Ebene, unser Ansatz, es gibt ja viele andere, wir sind keine Politiker, aber ich sag, Meditation und im Endeffekt so das Love-Level-Racen sozusagen, das hilft. Das hilft jedem Menschen, weil jeder Mensch, der sich selbst liebt, kann einen anderen schwerer hassen. Also muss man das den Kids beibringen, dass Selbstliebe nichts Böses ist. Das ist wichtig, das ist Grundvoraussetzung in der Gesellschaft, dass man versteht, ich bin so viel wert wie jeder andere. Und mein Wert hängt nicht von meiner Position
die ich zum Beispiel beruflich habe oder sowas ab. Weil die Menschen koppeln ihr Selbstwert an diese externen Dinge. Und dadurch sind sie abhängig von externen Prozessen in ihrem Glück. So. Voll. Und erst wenn sie davon entkoppelt sind, dann können die glücklich sein. Und wenn man glücklich ist, hasst man jemanden, Mann. Gibt es denn in eurem System und so wie ihr es euch vorstellt, gibt es denn da noch irgendwo Platz für Tabus? Also vielleicht für Sachen, es gibt ja immer die Sache, ja, das darf man ja hier nicht sagen und das sind dann ja die Sachen, die werden ja doch dauernd gesagt, du gehst ja dafür nicht in den Knast, du kriegst höchstens dafür auf den Sack, weil andere sagen, ja, kannst du halt sagen, aber dann bist du halt ein Nazi oder so, ne? Oder weil du vielleicht deinen Posten verlierst sogar auch tatsächlich, weil einer wie ich dann sagt, ich möchte nicht, dass hier ein Nazi arbeitet, sorry, da ich das entscheiden kann, entscheide ich, dass du dich verpissen musst. So, und ihr sagt, habt zum Beispiel bei Backspin gesagt, politisch korrekt zu sein ist der Untergang der Freiheit. 100%. Und wenn jetzt Musiker anfangen würden oder Künstler anfangen würden, um jeden Preis, ne, dann engt man sich ein. Ich verstehe wieder komplett den Ansatz. Gleichzeitig ist die Frage, die auch wir, da wir als Medien ja auch immer so ein bisschen dann den Job haben, dass man sich so denkt, okay, da muss ich da jetzt wohl was zu sagen, weil irgendwie muss ich jetzt den Job wohl annehmen, dass ich jetzt dazu was sage. Ja. Muss es doch so irgendwie, weißt du, also zumindest bei Sachen, die diskriminieren zum Beispiel, machen da Tabus nicht schon noch Sinn? Sag ich ja, wenn es darum geht, nur Menschen zu verletzen, dann sollen alle dafür einstehen, zu sagen, so, das geht nicht klar. So ist. Aber ich sag, die Reaktion darauf, dem Hass mit Hass zu begegnen, funktioniert einfach nicht. Mhm. Ja. Es funktioniert einfach nicht. Es fällt schwer, aber du musst eigentlich der hasst, der braucht eigentlich Liebe. Je mehr Hass der spreadet, desto mehr Liebe braucht er eigentlich. Ich sag nicht, dass das einfach ist. Ich sag nur, also wenn das andere probieren wir schon die ganze Zeit. Das funktioniert ja nicht so gut. Also lass einfach mal was anderes probieren. Und wenn ein Rapper was Antisemitisches sagt, dann wird er nicht aus der Szene ausgeschlossen oder sonst was. Nein, aber es wird gleichzeitig angesprochen und einem gesagt. Man holt ihn lieber zurück. Genau, man holt ihn lieber zurück und sagt so, okay, pass auf, guck mal, du bist irgendwie vielleicht da, hast du dich verrannt, du bist weit draußen, komm zurück, aber mit Liebe. Man muss die Arme offen halten dafür. Mhm. Es gab jetzt schon wieder diese Kampagne. Natürlich ist es ganz kurz, das wird natürlich schwierig. So, wenn wir jetzt in so Bereiche mit Pädophilie und sowas gehen, dann wird das natürlich hart schwierig auf die Probe gestellt. Ich tue nicht so, als ob das Allheilmittel für. Aber es geht darum, das Denken zu ändern. Dann ergeben sich neue Konzepte auch da drin. Man muss das lernen. Ich sage nicht, dass ich weiß alles, wie es geht oder wir. Mhm. Aber man muss da reinkommen erstmal und das zulassen in den neuen Modus. Es gab diese neue Kampagne jetzt auch auf Social Media: Unfollow Me. Dieses Unfollow me, wenn du Ausländer hast, Unfollow me, wenn du, was weiß ich, Flüchtlinge ertrinken sehen willst, oder was weiß ich. Ich habe es extra nicht gepostet, weil ich in dem Moment an dich gedacht habe. Ja. Das ist genau das Gleiche wie, also Unfollow me ist ja so, geh weg und mach woanders dein Hass. Lieber soll er bei mir bleiben und das nächste Mal, wenn ich einen Denkanstoß gebe, soll er das mitbekommen. Schau mal, wir sind in allem so und es fällt niemandem auf. Wir reden über saubere Autos, aber wir verkaufen dann die dreckigen Autos einfach woanders hin, als ob sie, wenn sie in Deutschland nicht registriert sind, nicht mehr dreckig sind. So, wir machen das mit den Waffen genauso. Wir machen das mit allem so. Wir machen das mit allem so und wir sehen das nicht. Wir haben einen Vergewaltiger oder irgendeinen Kriminellen in Deutschland und wenn es die Möglichkeit gibt, ihn abzuschieben, dann sind wir froh, ihn abschieben zu können, damit er woanders vergewaltigt. Ja, ja. Also, verstehst du, was ich meine? Ja. Dann sperr ihn doch bitte. Ich möchte als Gesellschaft das Geld ausgeben, um ihn hier zu einem Nicht-Vergewaltiger zu machen, sozusagen, im Idealfall. Weißt du, was ich meine? Aber wir sind in allem so, in allem. Und man muss sich selber dabei ertappen lernen, dass man selber auch so ist. Ständig. Voll. Okay. Und vielleicht so ein bisschen hier so bei mir zumindest diesen ganzen Ausflug in eure Philosophie, in euer Weltbild abzuschließen. Nachdem ich Kollegen nach Buchtipps gefragt habe, da ging es jetzt mehr um, wie werde ich reich in 7 Jahren. Was hat er gesagt? Viele Leute fanden das gut. Aber was hat er gesagt? Er hat Rich Dad, Poor Dad gesagt. Er hat, also so Klassiker, finde davon kannte ich auch. Einen kannte ich nicht, den habe ich auch vergessen. Ich glaube, er hat so Sachen von Tim Ferriss und so auch genannt, oder? Kann sein. Ah, Dings, er hat auf jeden Fall... wie heißt er? Der Riese, der das Buch Money geschrieben hat und die Leute mal über Steine reden lässt und diese Netflix-Doku hat, der super bekannte Motivations... Tony Robbins? Tony Robbins, yes. Gut, dass ich erst kaum ein paar Bücher von ihm gelesen habe, den Namen vergessen. Du hast mich Tony Robbins hat er auch genannt, auf jeden Fall. Ja. Okay, wenn das bei euch die gleichen werden, ist auch cool, aber habt ihr spontan Buchtipps für die Leute? Gerne es muss nicht um reich werden, Geld gehen, es kann auch um man muss vorbeiziehen. Zen gehen. Es geht nicht, ich glaube, dass das ein Fehler ist, diese Bücher zu lesen, wenn man reich werden will. Es geht um was anderes, auf diese Art wird man nicht reich, meiner Meinung nach. Weil es geht um Mindset bilden und nicht um
Und das ist Regeln befolgen, die schon einer aufgeschrieben hat. Genau, das ist wieder eine Falle in meiner Welt. Ja, da gehst du in den Büchern ja teilweise auch um Mindset gegenüber Geld, aber ja. Okay. Es gibt andere Leute, die das hinkriegen, und Kollege ist zum Beispiel meiner Meinung nach von seiner Person, in der er ist, funktioniert das für ihn sehr, sehr gut. Mhm. Für uns funktionieren zum Beispiel andere Sachen viel besser, weil diese Art nicht funktioniert. Kollege ist jemand, der sehr mit seiner Willing Power arbeitet. Mhm. Sehr mit so, ich will das, ich kämpfe dafür, ich fighte dafür. Stimmt. Mhm. Wir versuchen ja nicht für etwas zu kämpfen und für etwas zu fighten, weil es geht nicht um Krieg. Du kannst nicht Liebe erreichen, indem du Krieg exekutierst, sozusagen, exerzierst. Mhm. So, du musst lernen zu lieben und dann kriegst du deine Liebe. Und wenn, Es gibt viele Wege. Aber es gibt Buchtipps. Sick hat auf jeden Fall, ich habe alles, was ich habe von Alan Watts, würde ich sagen, so, egal welches Buch. Ja. Da geht es worum? Philosophie. Ne? Um was geht's, ja. Ja, auch da. Westliche Philosophie in die westliche Sichtweise übersetzt. So Alan Watts. Ja, okay, Alan Watts, dann was du mir jetzt gegeben hast, Chichen Hat Han, ja. Kann man auch eigentlich jedes Buch. Ist auch so ein Buddhist. Mhm. Eigentlich sehr bekannt. Was gibt's noch? Eckhart Tolle. Klar. Ist nice auf jeden Fall. Was gibt's noch? Ja, es Buch gibt, mit einem sehr geilen Titel gibt, zitiert. YouTube wäre für ganz einfach auf gucken. Alan Watts kann man auch viele so Dinge gucken auf YouTube. Und dann Vera F. Birkenbiel habe ich letztens irgendwann erzählt. Ist jetzt nicht so krass Philosophie, aber es ist nice zu gucken. Und das ist mal eine Frau, die so ein bisschen da reingeht. Cool. Männer und Frauen, gutes Ding. Kann man sich reinziehen. Zen also, und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Kennt ihr das? Zen und die Kunst? Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Nee. Das ist von Pirsich, heißt der Mensch. Robert M. Pirsich. Ihr habt was von ihm zitiert. Dafür müsst ihr nicht das ganze Buch gelesen haben. The only then you can find on top of a mountain is the then you bring up there when you climb it. Das hat jemand getwittert. Ja. Ich geguckt, von wem ist das? Und dachte mir, ey, Titel klingt interessant, das mit dem Motorrad. Er hat's von Alan Watts. Ja, das mit den Zitaten im Internet hast du ja implizit vorhin auch schon gesagt, sowieso immer schwer, weil es so viele Seiten gibt, dieses gleiche Zitat, entweder Tupac, Albert Einstein oder was weiß ich, Winston Churchill das meine ich, das ist ja die Falle, wenn du nicht reich bist, bevor du reich bist, wirst du nicht reich. Die Hip-Hopper machen sich das sehr, die haben das besser verstanden als viele andere und machen das auf eine ganz einfache Formel, so fake it till you make it. Ja, genau. Aber das hat gar nicht so sehr was mit Fake zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass du dich in den Zustand... Du fühlst es, bevor du es bist. Du fühlst es. Ja. Du musst es fühlen. Das ist wie Liebe zu erwarten, bevor du Liebe gibst. Das funktioniert nicht. Ja. Und das funktioniert mit Geld und mit allen Dingen auf die gleiche Art und Weise. Jetzt schreit natürlich direkt jeder, ja, du kannst ja nicht 10.000 Euro ausgeben, bevor du sie hast. Nein, kannst du nicht. Ja, es geht um das Gefühl. Aber es geht um das Feeling. Und zum Beispiel Sachen zu entscheiden, so wie wir das beim Album machen, ohne es zu denken, wie erreichen wir die Streams? Keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nur, dass wir sie erreichen. Und ich fühle vom Ende her, dass wir am Ende den Grammy haben. Wie wir den gekriegt haben, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ich habe nicht den Plan in der Tasche, wie wir den kriegen. Mhm. Aber ich fühle jeden Tag, dass ich ihn habe. Und ich handle mit Sick so, als ob wir ihn schon da stehen hätten. Ja, ja. Und dann fügt sich deine Umwelt dem. Es ist auch viel so self-fulfilling prophecy. Das ist das, was die Leute sagen, so, es kommt einfach zu mir. Ja, nicht einfach von nichts, aber es kommt dann eher zu dir, weil das Potenzial will verwirklicht werden. Es sucht dich. Du bietest ihm an, ich erfülle dich. Komm zu mir. Ja. Das ist wie Sex mit dem ganzen Universum. Ja. Ständig. Ich biete es dir an, ich bin da. Ich geb dir Liebe. Und ich fühle diese Liebe auch schon. So, und dann, das Potenzial will verwirklicht werden. Das ist das, was das Universum den ganzen Tag macht. Potenziale verwirklichen. Ideen. Du bist eine Idee, ich bin eine andere Idee. Du bist ein Potenzial, ich bin ein Potenzial. Du bist nichts anderes als ich. Du hast dasselbe Potenzial wie ich, um irgendwas anderes zu machen natürlich, weil das Universum liebt Überraschung. Ja. Krass, Mann. Okay, ich hätte so. neben dem philosophischen Ausflug nur noch ein Thema. Hast du noch was? Ja, voll. Du hast einen neuen Namen, Digga. Sorry, letztes Mal habe ich das nicht so verstanden auf dem Album, auf den ersten Blick. Da hatte ich dich noch als Caruso eingespeichert. Ja. Entschuldigung. Der ist jetzt neu, ist jetzt Kappa einfach?
Ja, ich benutze eigentlich nichts anderes mehr. Das ist nicht so hochoffiziell, aber ja. Ja, ja, ich meine, auf Spotify steht noch Caruso, aber so diese Dinger sind halt... Aber man darf auch noch Caruso sagen. Ja, ja, sag was du Aber bevorzugt Kappa. Ihr habt einen Namen auch auf dem Album, der scheinbar, wenn man so nach den Credits geht, extrem viel Einfluss auch hatte oder mit dabei war. Matteo Schwanengel. Ja. Über den habt ihr noch gar nicht geredet. Ich habe es nirgendwo gehört, dass ihr mal über ihn gesprochen habt. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Er ist beim gleichen Management mit seiner Band, wo Tiavo ist. Ja. Vielleicht daher, oder wir die auch. Kommen auch aus Saarbrücken. Wir auch. Wir und auch er ist der, er ist in einer Band aus Saarland, aus dem Saarland. Everyday Circus heißt das. Er ist, glaube ich, Frontman und Gitarrist von der Band. Genau, die, darf ich das sagen, dass es die nicht mehr gibt? Ja. Genau, die gibt es nicht mehr, die Band. Aber er macht auf jeden Fall weiter Musik und hat bei uns viel am Album mitgearbeitet. Melodien mitschreiben. Er hat einen Moment gesungen. Einen Moment singt er. Ah, krass, das wollte ich gerade sogar auch noch fragen. Und 5M singt er, genau, ja. Richtig. Krass. Und er hat noch so zum Beispiel die Motel Hook zum Beispiel. Mhm. Er hat viel gemacht. Ist seine Melodie und was hat er noch gemacht? Überall Wake Up viel. Ah, Wake Up hat er die Melodie mitgeschrieben. Ich hätte euch auch zugetraut, dass ihr Kollaborateure, von denen, wo man kein Gesicht zuordnen kann, ich weiß, wer das ist, auch zwischendurch frei erfindet. Einfach noch ein paar Namen dazu zu schreiben. Kann passieren. Kann die einfach nur eine gespaltene Persönlichkeit selbst sind oder so. Das passiert manchmal. Aber in dem Fall ist es ein real existierender Mensch. Yes, in diesem Fall sehr, sehr Fleisch und Blut. Die, die Beschreibung seiner Band, die es ja leider nicht mehr gibt, war, sie machen zeitlose Rockmusik, die das Brachiale genauso braucht wie das Schöne. Da dachte ich so, klingt wie Jala, Alter. Also für uns auf jeden Fall wichtig, dass man, ich glaube, dass man aus jedem Menschen sozusagen fast alles rausholen kann. Mhm. Und deswegen ist das Allerwichtigste, dass die Welle stimmt. So. Mhm. Und die stimmt und deshalb funktioniert es so gut. Ich glaube, dass das wirklich das Allerwichtigste ist. Und dass man muss den Leuten, ich glaube, je mehr Vertrauen man den Leuten gibt, desto besser werden die. Ja. Und dann kann man das Beste aus sich und gemeinsam so aus sich rausholen. So. Er macht mich auch besser. So, wenn wir zusammen aufnehmen oder so, wir haben viele Aufnahmen zusammen gemacht, so, holt auch noch mehr aus mir raus. Mhm. Aber gut, über Sick müssen wir nicht reden, was er aus mir gemacht hat. Sozusagen. Ja. Ich habe alles, was ich jetzt bin, bin ich wegen Sick. Ja. Kommt eigentlich noch mehr so Rock-Crossover-Zeugs wie bei Wake Up oder Ein Moment, die Hook ist ja auch schon... Also das findest du Crossover, Ein Moment? Ja, Crossover ist so ein extrem so kitschiges... Vielleicht der Begriff ist falsch, aber ich ziehe ihn zurück. Rock aber mit reinkommt. Genau, es ist schon rockig und es ist halt komplett raus von dem, so was Deutschrap so sonst macht. Und es ist komplett eigentlich auch eine andere Herangehensweise, wie den nach dem Break bei Wake Up, wie man das produziert, ist ja keine Hip-Hop-Produktionssicht. Nee, so. Noch nicht. Genau, noch nicht. Mike Dean macht auch viel so Zeug. Ja, so. Klar. Kommt da noch mehr so in Zukunft? Bestimmt, auf jeden Fall. Also es kommt auf jeden Fall kein Playlist-Zeug. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Es geht nicht so viel um Genre, glaube ich, mehr. Es geht um Swag. Ja. Also im Sinne von einfach gut. Ja. Wisst ihr schon jetzt, in welche Richtung oder welche Impulse und Einflüsse so für die nächsten Sachen kommen? Oder seid ihr noch nicht da, wo ihr so sagt, so, wir wissen schon, wo das nächste hingeht? Doch, wir haben noch wir werden auf jeden Fall noch ein Re-Release von Jala ballern, im Januar wahrscheinlich, mit drei, vier Songs drauf, oder? Mhm. Zwei, drei, vier. Ja, er hat sich vor ein paar Tagen getweetet, irgendwie dieses Jahr noch, das hat sich jetzt wahrscheinlich ein paar Tage noch verschoben. Ja, die Tour ist jetzt, wir sind schneller, aber dann, man darf nicht enttäuscht sein, wenn die Realität einen dann manchmal einholt. Dann hat man diesen Punkt halt verloren. Ja. Genau, deswegen schaffen wir das nicht ganz, wir werden dann im Januar nochmal rauskommen und also viel Sample-basiert auf jeden Fall wieder, das ist schon mal klar. Safe, ja. Ja, und ja. Nice. Also ich bin persönlich ja Fan von ausgereifter Musik, so wo ich merke, der Künstler sitzt da monatelang dran und fasst einen Song mal monatelang nicht an, kommt dann wieder 8 Monate später dran, macht den wieder, packt den aus und so weiter und so fort. Das Album hat dann so 3 Jahre lang gedauert. Du sagst immer, du brauchst dann auch 3 Jahre, um das zu verstehen. Finde ich aber geil. Ich bin sehr beeindruckt, lege es dann in die Ecke, höre es nie wieder und höre mir was anderes an, aber was einfach nur Vibe. Ich sag jetzt mal als Künstler, und Manu wird das bestimmt auch verstehen, du arbeitest immer an Musik. Also auch wenn du ein halbes Jahr nichts machst, dann brauchst du diese Phase und dann passiert ganz viel. Dann gehst du ins Studio und schreibst in 5 Minuten das Ding. Aber das hat nichts zu sagen. Ja. So, du kannst, weißt du, entweder schreibst du 6 Monate lang oder du schreibst nachher in 5 Minuten 6 Monate runter, sozusagen. Es gibt diese Momente, es gibt Songs, die brauchen auch ewig, da geht man immer wieder ran, aber grundsätzlich ist es so, dass man, so, du bist als Künstler immer in diesem Prozess, du kommst nicht mehr raus, wenn du einmal Musiker bist, ist das da, Alter. Das, manchmal dauert ein Album 2 Wochen, manchmal dauert es 2 Jahre, aber du bist immer im Prozess. Ja.
Ist das schwierig für dich auch gerade, weil heutzutage nicht wegen Erfolg oder ich habe den Anschluss verloren, industriell oder was weiß ich, wenn ich lange weg bin, sondern einfach weil Popkultur und das Zeitgenössische und die Ästhetik so schnell gerade funktioniert und du mit deinem assoziativen Feeling-Writing auch einfach nah dran an dem sein muss, was heute passiert, so zum Beispiel, was weiß ich, du schreibst heute eine Verse so, wenn die 3 Monate nicht rauskommt, denkst du dir dann, die muss weg, so, ich muss Neu. Oder du merkst, es ist zeitlos. Ja. Ah, okay. Kommt drauf an, aber ja, es gibt die Nummern, hast du recht, es gibt die Nummern, die sind cool und die liegen zu lange rum und dann auf einmal, der Moment ist weg dann. Genau, und jeder sagt, Digga, du musst das doch, hau das raus, so, aber du bist irgendwie schon woanders und fühlst es wieder so, ey, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, es hat zu lange rumgelegen, es hat für mich die, wenn du die Energy nicht mehr dazu hast, so, dann es kann fast nicht mehr erfolgreich werden, so, dann darfst du es auch, glaube ich, nicht machen, ehrlich gesagt. Mhm. So, aber das, auf jeden Fall, das passiert, ja. Manchmal muss man ganz schnell sein, manchmal muss es so gehen. So. Der letzte Song auf dem Album, der ist in einer Nacht dann entstanden am Ende, so alles. Ja. Ganz schnell, wir haben Mike rübergeschickt, 12 Stunden später wieder alles zurückgekriegt, bam, raus, schnell noch raufpacken und hochladen. Und ist der Mix jetzt genauso gut? Ja, so, na, die Drums sind zu laut, und Mike sagt, komm, lass blasten, Alter, ist der letzte Song vom Album. Okay, scheiß drauf, raus, so. Gibt's auch. Habt ihr denn jetzt, also was man immer vorhat als Künstler versus das, was am Ende bei rauskommt, ist ja auch nochmal so die Frage, aber habt ihr jetzt vor, schneller zu takten, eure Sachen schneller zu releasen oder weiterhin, also es, vielleicht war es jetzt ein Befreiungsschlag und ihr sagt so, okay, jetzt sind wir im Groove drin. Ja, auf jeden, ist so. Und es geht jetzt schneller. Oder ihr sagt, boah, das war voll das Monument, so, wir brauchen wieder 2 Jahre. Okay. Beides. Ja. Es war wichtig für uns, glaube ich, das jetzt einmal so hinzustellen für uns, das war ein großes, aber jetzt ist, wie du sagst, ist ein bisschen der Knoten geplatzt. Ja. Klar, war auch mit Selfmade-Trennung und so. War ja viel zwischen passiert. Viele andere Themen jetzt auch auf einmal, die jetzt abgehakt sind und dann. Klar. Und es ist nice, dass wir jetzt mit dem Label einfach viel Musiker um uns rum haben. Ja. Das heißt, auch da ist das Competition-Ding ist cool. So, die machen Mucke. Ja, du willst schnell auch was Cooles machen. Ja, klar. Du willst da drauf jumpen, du willst da deine Finger mit drin haben. So, und das motiviert natürlich auch so. Das macht eine gute Energy. So. Ja. Auf jeden Fall. Voll. Eine Frage, die ich noch habe: so, was geht eigentlich bei euch und Sierra Kid? Geht da was? Kann man da irgendwas zu sagen? Oder? Also, er hat auf jeden Fall unseren vollsten Support. Cool. Und ich sag, der Junge ist musikalisch ist krass, der ist sehr unterschätzt nach unserem Dafürhalten. Und der hat natürlich auch einen harten Weg hinter sich, so ganze Szenen. Also guck mal, der ist reingekommen mit 15 oder 16, wirklich ein Kind. Wirklich ein Kind. Ja. Und was der alles aushalten musste, Alter, ist hart. So, und ich glaube, er hat sich da nie richtig zurechtgefunden und hat nie jemanden gehabt, wo er sich. Vielleicht gab es auch Leute, die ihm das angeboten haben, aber er hat sich vielleicht irgendwie so nicht so richtig wohlgefühlt. Und ich glaube, wenn er Leute um sich rum hat, wo er sich wohlfühlt, dann kann man von ihm auf jeden Fall, der ist viel reifer geworden, dann kann man von ihm Großes erwarten. Und dabei belasse ich es jetzt. Cool. Geil. Nice. Gab es eigentlich Kontakt zu Flair nach den Interviews? Nee, gab's nicht. Leider nein. Ich hatte ein bisschen das Gefühl bei Backspin, dass er euer Interview gesehen hat bei... Weil ich 16 war oder so, weil er hat fast genau im Wortlaut, kann natürlich auch Zufall sein, weil ihr auch vom Mindstate so in eine ähnliche Richtung geht, er fast genau das gleiche gesagt über diese zu technische, zu verkopfte deutsche Herangehensweise. Hat er auch mit vielem Recht. Klar. Ja. Ich glaub, deshalb schade, dass nichts passiert. So. Auf jeden Fall, ja. Gab es denn Kontakt zu Rin wieder? Da habt ihr ja auch mal öffentlich auch gesagt, nicht. Dass es ein bisschen assi war, dass er einfach immer nicht wieder weiter gemeldet hat. Ja, ich glaube, er darf nicht, wie gesagt. Ja. Keine Ahnung, ich kann es mir sonst nicht erklären. Ist cool, man könnte coole Kunst machen, so. Mhm. Aber vielleicht will er auch nicht, dann ist auch in Ordnung, ist auch kein Thema. Ja. Coole Mucke. Ja. Aber auf jeden Fall, auch da verschwendet das Potenzial, sollten wir machen. Mhm. So, mit Flizzy auch, wir sollten auf jeden Fall... Energy nutzen, bündeln, ist nice. Wir haben ihn ein paar Mal gefragt, wir hatten auch vorher, wir haben telefoniert einmal und so. Es war eigentlich alles easy. Mhm. Dann ist irgendwann mal so ein bisschen so, irgendwas ist quer geworden. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja. Aber von uns nur Liebe und wir sind jederzeit offen zu arbeiten. Ey, jetzt ist mal getweetet, so Leute, schlagt uns vor, welches Deutschrap-Album sollen wir executive producen? Nice, haben wir auf jeden Fall Bock drauf, ja. Gibt so 1, 2, 3 Sachen, wo man gern mal. Vielen. Die so komplett mit allem, mit visuell und so. Komplett, so so ein volles Paket. Cool. So. Ja. Ja. Mann, kommen noch mehr Videos eigentlich? Ihr meint es vorhin, glaube ich, noch auf jeden Fall. 2, 3 Stück. Ja. Ja, geil, Alter. Wake Up war sehr nice. Also, es war als Ergebnis, das, was man dann bekommen hat, war so simpel und so simpel, dass du dich halt auf die wesentlichen Dinge konzentrieren konntest. Das am Anfang in dem Feld, so dieses Orangene mit dem Farbverlauf am Ende und so. Also, sehr geil geworden. Ja, Dankeschön. War echt extrem. Ja. Cool. Ja, für uns ist das wichtig, fast so wichtig wie die Musik, weil man sich schön austoben kann einfach. Voll, klar, Mann.
gibt noch eine Facette dazu, so man ja. Das Auge okay. Isst mit, wie man so schön sagt. Genau, auf jeden Fall. Ja. Ästhetik ist wichtig. Schönheit ja. Verspricht Funktion. Mhm. Geil, Alter. Ein paar Jewels heute gedroppt hier auf jeden Fall. Ja. Hast du noch was? Sonst, ich wäre eigentlich fast durch. Ich bin durch. Bonusmaterial. Ja. Bonusmaterial. Bonusmaterial. Nee, eine Sache nur. Deine Tochter müsste ungefähr so alt sein wie meine. Ah, nice. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Danke. Dir auch. also meine Tochter wird im Dezember 2. Ich glaube, dann ist 3 Monate jünger oder so. Nee, im August wird sie 2. Also ist jetzt 14 Monate. Okay, ja. Du möchtest, du hast dich öfter darüber schon geäußert in Songs, auch in Interviews, und ich glaube, du möchtest deine Tochter zu einer starken, selbstbewussten Frau erziehen. Und hast auch immer gesagt, die alles bekommt, was sie will. Ja. Wie jeden Menschen. Wie konkret? Ja. Aber insbesondere mit Frauen tun sich Männer schwerer, was in der Konsequenz, was das bedeutet. Man muss zumindest auch erstmal drüber nachdenken, wie man das angeht, oder? Ich dachte mir am Anfang, jetzt so ein Sohn, da hätte ich direkt gewusst, was ich dem alles sage. Alles, was ich mir irgendwann gelernt habe, richtig oder falsch gemacht, dann denke ich direkt, okay, Sohn, kein Problem, das Buch ist schon geschrieben in meinem Kopf, ich erzähle dir alles. Und so Tochter, und, oh, okay, und das ist, und ich sage, das ist fatal. Weil ich habe am Anfang gedacht, ich hätte, also immer so ganz typisch Südländer-Mentalität, ich will auf jeden Fall zuerst einen Jungen, weil ich auch gedacht habe, ist easy, den kann ich handeln und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht bereit dafür, weil ich werde alle meine Fehler an ihm reproduzieren. Ich werde einfach mein Skript abspielen, weil ich glaube, ich kann es. Ich habe es schon gemacht und ich werde ihm alles, der wird am Ende genauso verkorkst wie ich sozusagen. Er wird genau die gleichen Sachen. Und dann habe ich gemerkt, bei einer Tochter, das ist sehr gut für mich, weil ich werde von ihr lernen. Ja. Das ist das große, das größte Geschenk. Hey. So. Und sie bereitet mich vor, eigentlich, dass ich überhaupt in der Lage bin, danach einen Mann zu erziehen, sozusagen. So habe ich das empfunden, dieses Mal. So, aber dieses Mal ist mein erstes Kind, aber es hat einen großen Aha-Effekt bei mir gehabt, auf jeden Fall. So. Ja. Ich finde auch gleichzeitig so, ich habe mir irgendwo auch gedacht, also um jetzt in diesem Bild zu bleiben von diesem imaginären Buch, was ich angeblich im Kopf hätte, ja. Warum soll ich nicht das gleiche Buch auch meiner Tochter geben, was ich sonst meinem Sohn gegeben hätte? Genau. Ohne jetzt zu sagen, es gäbe keinerlei Unterschied dazwischen, ob man Mann oder Frau ist. Oder, nein, es gibt Unterschiede. Ne, du musst nicht aus deiner Tochter dann sie komplett zum Jungen erziehen, weil das ist ja Bullshit. Nein. Ne? Aber man sollte trotzdem diese Gedanken sperren, wo wir bei Open-Mindedness sind, da so wegkriegen. Komplett, guck mal. Also ich finde das sehr interessant, wenn man sich mit sowas beschäftigt und irgendwo zum Beispiel, die machen so Experimente oder so, ja? Und ziehen so Kleinkindern, wo du noch nicht mal richtig erkennen kannst, ist das Junge oder Mädchen erstmal, mal rosa oder so blaue Strampler an. Und die Erwachsenen interagieren komplett anders mit denen. Und dann spielen am Ende auch wirklich die in den rosa Strampler mit den Puppen und die anderen mit den Bällen. Aber die gleichen Kinder im anderen Strampler läuft alles andersrum. Dann kriegen die Jungen die Puppen in die Hand und sind so mit den Puppen unterwegs die ganze Zeit. Weißt du, da muss man auf sich selber achten, finde ich. Komplett. Dass man nicht so Sachen im Kopf hat, die Bullshit sind. Guck mal, da geht es wieder um Potenziale. Bevor wir das Geschlecht wussten, war es so, dass das Potenzial viel größer war. Weil du ja noch nicht weißt, welches Geschlecht es ist. Dann hörst du so Mädchen, Fußball geht schon mal nicht. Genau, dann kriegst du, und das meine ich. Ah, ja. Und dann habe ich gemerkt, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Also das heißt, das Geschlecht ist jetzt sozusagen bestimmt. Jetzt hat sich das Geschlecht realisiert. Eines der beiden Potenziale hat sich verwirklicht. Und damit sind gewisse Wege zu. Und das konnte ich nicht akzeptieren. Das werde ich auch nicht akzeptieren. Das werde ich nicht akzeptieren, dass ihr dadurch Wege verbaut sind. Und dass sie gewisse Aspekte ihrer Freiheit als Stück vom Universum nicht ausleben darf, weil sie eine Frau ist. Hast du in dem jungen Alter von deiner Tochter schon was Konkretes, wo du sagen würdest, ja, das ist zum Beispiel was, wo ich das praktisch versuche, dann auch in die Tat umzusetzen? Ich sage ihr, jeden Abend, sie regiert die Welt. Wie ich es im Song, jeden Abend. Ich sage ihr, dass sie alles kriegen kann, was sie will, dass sie alles ist, dass ich versuche, ihr so viel Liebe zu geben, wie es geht, und ich versuche, dass sie alles liebt, was sie sieht. Und ich versuche, ihr wenig Beschränkungen mitzugeben. Ist hart auf Tour? Ist hart auf Tour eigentlich? Hart, auf jeden Fall. Erstes Mal so lange jetzt weg? Ja. Nee, LA war auch lange. Wie lange seid ihr auf Tour? Oder wie lange bist du jetzt denn wirklich weg? 10 Tage, wir waren zwischendurch einmal zu Hause auf jeden Fall, ja. Aber es ist schmerzhaft auf jeden Fall, Krass. Ich weiß nicht, warum es jetzt gerade momentan so ist, aber deutscher Rap kriegt echt viele Kinder so. Ich habe auch teilweise die letzten 1,5 Jahre so Rapper erlebt in Interviews, die dann so während des Interviews noch so auf stumm gefacetimed haben mit ihren Kindern und so.
Ja, Deutschrap Legende. Ich sag jedem wirklich, macht einfach Kinder. Ja. Wirklich. Mhm. Es gibt auch keinen richtigen Zeitpunkt, wo ich habe das auch nicht entschieden, es ist zu uns gekommen, mhm, sozusagen. Ich bin sehr dankbar dafür, weil ich hätte vielleicht den Mut nicht gefunden, sozusagen, weil ich immer irgendwas anderes im Kopf gehabt hätte. Mhm. Ja. Und da sieht man auch wieder so eine Sperre, die man drin hat. Ja, ja. Aber es wird alles gut gehen, macht einfach. Alles gut. Es wird funktionieren. Es wird alles klappen. Ihr habt jetzt in letzter Zeit viel mehr so Geheimnisse oder wie sagt man so, Hüllen fallen lassen. Also du hast, glaube ich, zum ersten Mal so richtig mal drüber gesprochen, dass du Italiener bist. Ich glaube, das war davor immer so ein bisschen unausgesprochenes Ding so. Habt ihr eigentlich mal über Alter gesprochen? Ist das so? Oder haltet ihr das noch geheim? Streng so? Geheim. Ist es so? Ja, so, das wollte ich jetzt fragen. Keine Ahnung. Okay. Du, weiß Vater, ich habe schon mal gesagt. Nee. Okay. Machen wir ein Geheimnis. 21. Du hast gedacht 48. Immer. Oder 48. Weißt du was? Irgendwo dazwischen. Ja. Geil. Aber es gibt keine Eitelkeit, was das angeht. Also. Nee, nochmal, ist ja ein anderer Grund dann. Okay, geil, Alter. Nice. Sind wir durch. Ja, Mann. Eins der besten Alben des Jahres. Also für mich safe, für dich glaube ich auch. Danke, ich glaube schon. Vielen Dank. Ich setze mich an die Nominierung dran und wir haben euch im Kopf dieses Jahr. Und Ari hat nachgeguckt. Mindestens eine Nominierung gab es schon. Eine Nominierung gab es. Okay, dann habe ich euch. Wann war das nach DNA? Ich glaube 2015. Da müsstest du jetzt was wissen, war wann war das? 2013 war Achter DNA, Tag. 2015 war Achter Tag. Achter Tag? Okay, krass. Hm. Ja. Hm. Hab ich verdient. True. Ja, ihr dürft dann abstimmen, ne, wenn wir unsere Nominierung fertig haben bei den Hip-Hop.de Awards. Und wahrscheinlich, wer weiß, wir entscheiden das nicht alleine, sind da auch viele oder sind da auch Dinge von Genetik drin zu finden. Yes. Danke, dass ihr rumgekommen seid. Viel Spaß weiterhin auf Tour. Vielen alles Dank. Gute mit der Familie. Nice, danke. Alles Gute mit der Kunst und der Welteroberung. Yes. Ja. Love. Nehmt nächstes Mal den Grammy mit, wenn ihr den habt. Auf jeden Fall. Ihr dürft alle einmal anfassen. Geil. Wollen wir noch sagen, verlosen? Ach so, ihr habt ihr was dabei? Ja, dann können wir das machen. Wir verlosen noch was? Ja. Oha. Oh, ja, nice, Alter. Mehrere davon dann, oder wie? Ja, zwei. Wir sind halt wirklich das streng limitierteste und das. Okay, geil. Ja, ist das Tour-Merch oder Dings-Merch? Überlegen wir uns, weißt du schon, was man dafür tun muss, oder Music überlegen wir uns das noch? Wir überlegen, also wir schreiben das in die Kommentare auf jeden Fall. Genetik, Wake Up, mit das geilste Merch dieses Jahr auch auf jeden Fall. Nice, danke schön. Sehr cool. Ihr habt verschiedene Drops auch gehabt, ne? Ich erinnere mich so, vor Album-Release hattet ihr schon Sachen, dann jetzt auf Tour. Viel, geil. Auf jeden Fall. Killer. Sehr geil, vielen Dank. Ja, Mann. Vielen Dank. Perfekt, Genetik in the House, hiphop.de, Toxic, Aria, wir hatten sehr viel Spaß, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Kappa und Sick. Peace. Bye.